Hallo meine lieben Wuppetaler und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Real-Life-Online-Livestream. Mit dabei heute der rauchende Vanilli. Ja, willkommen in meinem Auto aus. Und Rauchen ist ungesund, Leute, also fangt niemals damit an. Ja, wir sind heute wieder mal zu spät am Start, nämlich, warte mal, lass mich mal gucken, der Chat rastet aus, weil wir 2 Minuten zu spät sind. Es tut mir leid, Leute, ihr wisst, Reizdarm ist da und dann kann man schon mal ein bisschen später kommen. Ja, wir sind heute wieder die Rich Kids, das heißt, wir werden heute ein bisschen flexen, ja, wollen wir so richtig hart flexen. Leute, so richtig alles hergeben, was wir haben, ne? Und ich merke gerade, wir müssen uns ein bisschen umziehen. Vor allem, ah, Bruder, schwarze Rolex, das ist gar nichts. Ich brauche eine Iced Out Rolex, Brudi. Du auch? Iced Out. Du hast ja nicht mal eine. Was bist denn du für einer? Sag mal, Kauti, hat dir Papa noch nie eine Rolex geschenkt oder was? Mein Vater hat mir schon eine Breitling, hat er mir schon mal geschenkt. Dann mal diese Rolex hier. Guck, siehst du die Rolex? Ich hab Nautilus und Richard Mille. Und schau mal, das Rolex Auto. Rolex ist doch billig, Alter. Was das ist Auto, mit Rolex? Das ist zu billig. Das Auto Daddy's Money, Leute. Das hat alles Papa gekauft. Bei ihm ebenfalls Papa gekauft. Nee, bei mir war Mama. Bei dir Mama? Echt? Nee, Mama. Ja, bei mir alles Papa, Bruder. Alles Papa. Nike-Shirt ebenfalls von Papi. Und ja. Ich würde sagen, komm, gehen wir mal auf Papis Kosten einkaufen. Wer aktiv dabei ist, da kann wieder Hashtag aktiv in den Chat reinrufen. Wir würden auf jeden Fall freuen, Leute. Und Hauptsache, Xun streamt ja heute mal Late Night, Leute. Ich habe es euch versprochen, wir machen wieder einen Late Night Stream. Und ich habe euch sogar versprochen, dass wir GTA spielen. Also, ich habe euch nicht lumpen lassen. Hey, ihr macht ein Foto von mir. Hallo! Alles mit Papis Geld bezahlt. Das machen wir mal hier. Das willst du doch hören, ne, du kleine Wuppetalerin da. Ja, willst du einsteigen? Ja. Warte mal, guck, schau mal auf mein Kennzeichen, schau mal hier, ja. Warte mal, Bruder, das ist Flex hier. Bye. Und ich mit dem, ich hab Geld, du nicht Kennzeichen. Ich warte hab mal, Geld, Bruder, ich du muss nicht. Erst, ich muss Rolex kaufen gehen. Ja, warte, ich komm mit. Warte, also du kannst doch nicht ohne mich Rolex kaufen gehen, Bruder. Wir brauchen nur Iced Out Rolex in Gold. Iced Out Rolex in Gold. Und ein Fabergé-Ei. Ja, du, Weißgold. Eine weißgoldene Rolex Iced Out ist doch immer Weißgold, oder? Eine Iced Out Rolex. Das ist der richtige. Das ist der ultimative Flex, wenn man auf einer goldenen Uhr Diamantensteine setzen lässt. Ja, das ist der absolute Flex, Leute. Einfach nur, weil man es eh nicht sieht, aber so unterhalb ist Gold, Bruder. ja, Leute, also Rolex wird jetzt erstmal gegönnt. Mit den Lambos, mit ich hab Geld, du nicht, Kennzeichen. Fahren wir jetzt in den Rolex Store. Jetzt wird erstmal hart gegönnt, Leute. Jetzt wird erstmal richtig hart gegönnt. Verkehrsregeln kennen wir natürlich nicht. Nee, Alter, Papa zahlt eh die Strafen. Zahl ja nicht ich, Leute. Das zahlt alles Papa. Ja, wir kommen in meinem Autohaus. So, direkt hier reinfahren. Wir können dann nachher ins Autohaus von meinem Daddy fahren, gell? Können wir uns noch neue Sportwagen ziehen. Daddy's Money. Daddy's Money. Das Autohaus. Ja, dann gehen wir in sein Autohaus und gehen wir erst nochmal flexen. Kriegen wir fetten Rabatt. Ne, fetten Rabatt kriegen wir dann dort. So. Das ist die Sound. Die Fortnite Kids ziehen wir zu Euros. Hallo Xyn, kannst du mich grüßen? Die Fortnite Kids YouTube grüße ich. Schau, gerade ist vorhin gefragt, wann spielen wir eigentlich wieder Fortnite, Andel? Was ist denn da los? Ja. Leute, das ist eine berechtigte Frage, oder wann zocken wir eigentlich wieder mal Fortnite? Ey Leute, soll ich mal echt eine Iced Out Rolex machen für GTA? Ich glaube, ich mach das mal. Ich werde da eine Textur erstellen, dass ich wirklich eine Iced Out Rolex mir mal kaufen kann. Weil, ey, so eine Vollgold Rolex, das ist ja voll out. Wir brauchen Iced Out, Leute. Irgendwann mal. Voll drauf. So, warte, dann brauchen wir hier noch vielleicht ein Cartier-Armband. Warte mal, gibt's hier ein Cartier-Armband? Das wäre dann noch der ultimative Flex jetzt. Das ist noch mehr Flex. Das ist der absolute Flex, das Cartier-Armband, Leute. Merkt euch das, aber die haben keins. Was ist das für ein Saftladen hier? Die nicht mal ein Cartier-Armband? Nee, das möchte ich nicht kaufen, Bruder. Ich möchte ein Cartier-Armband. Zu billig. Ah, nehme ich halt was so ähnlich aussieht, so, mein Gott. Wird gekauft, Bruder. So, Rolex ist da. Alter, wo das wir parken nämlich. Zu geil. Einfach. Ja, Alter, können wir doch. Kann man nur, wenn man reich ist. Ja, Bräude, das geht nur, wenn du in Buxtehude wohnst. Dann kannst du überall parken, wo du willst. Dann kannst du parken, wo du willst, Bruder. Boah, mit Kylo. Mit Erm, Bruder. Kylo darfst du parken, wo du willst. Mit Kylo am Beifahrersitz, Digga. Ey, ich bin's doch. Sag mal hier nicht den Sitz voll. Ich fahr ja gerade das Auto von Monte. Ich müsste noch grün lackieren. Da könnte ich jetzt wirklich auf Monte machen. Ja, spinn's doch. So. Schau, da ist Kylo in weiß. Erm, Bruder, Digga. Kylo. Nee, das ist doch kein Mops. Kannst du nicht zum Mops sagen, dass es ein Kylo ist. Ist egal, was das ist. Ist ein Hund. So, fahren wir. Ach so. Dann gehen wir Cash holen, gehen wir Autohaus, oder? Alter, der Hund geht mir gerade nach. Was ist mit dir los? Geh zu deiner. Du, ich glaube, der Hund ist gerade ausgebüxt. Der läuft eher weg von dir, hätte ich gesagt. Ey, warte, da ist Ehrenbruder Kylo. Ey, pass auf. Ich glaube, ich habe Ehrenbruder. Nee, das ist auch nicht Ehrenbruder Kylo. Ich dachte, das wäre. Jetzt bin ich traurig, Leute. Ey, gehen wir Money holen. Gehen wir ausflexen. Rum. Ja, aber ich hätte noch gern was zum Anziehen. Ich wollte noch, weißt du, ich wollte noch einen auf Hypebeast machen.
Bruder, ich brauche noch ein bisschen was. Bruder. So. Alles okay, nur ein Kratzer. Achso, ja, warte, dann gehen wir shoppen. Warte, unten ist ja der exklusive Store. Ja, ja, klar, ich wollte exklusiv shoppen gehen jetzt in Beverly Hills. Ja, ich gehe nicht in 0815 Laden. Nee, wir gehen nur shoppen in Beverly Hills. Jungs und Mädels. Ich scheine in den Lambo auf dem Weg Richtung Los Santos. Was? So. OC No City TV. Hi, kennst du mich noch? Glücksspiel Psim Oki Noki TV. Kenne ich gar nicht, aber beste Grüße gehen raus. Dankeschön. Danke, danke für deine Donation. Alex Koch haut VIP raus. Z Real Snipes haut raus. Hi, Iced Out. Ja, du bist auch Iced Out. Grüße gehen raus hier. Guck mal, bei dem Laden hier ist der heißeste Scheiß, oder? Glaub mir. Die ganzen Stadt. Lucky JV ist auch wieder da. Bin gerade Tutut Laserkraft, Lastkraftwagenfahrer. Ich lese einfach mal Laserkraftwagen, man kennt ihn. Wer kennt ihn nicht, den Laserkraftwagen, Leute? Alle mal Hashtag Laserkraftwagen in den Chat. So. Messi 2200 ist auch am Start. Hi und liebe Grüße, ich wollte gerade schlafen gehen. Grins jetzt wohl nicht mehr. Ihr seid die Besten. Ja, Dankeschön. Miguel Pelz haut einen Euro raus. Lucky JV auch nochmal hier. Ich bin gerade im LKW, bis der Beste, dankeschön. Aber wenn man im LKW fahren, sollte man nicht hier schreiben, ne? Ganz, ganz vorsichtig sein. So. Das ist der Sound auf die Spende. Gut, dann holen wir uns mal hier die richtig krassen Sachen, Leute. So, OC Nosy TV nochmal oder Okinoki TV. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Dankeschön für deinen Euro nochmal und er haut nochmal einen Euro aus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, jetzt brauchen wir was richtig Freshes zum Anziehen hier. Vielleicht Xyren-Merch-Schrank, oder? Doshype? Wie war's mit Doshype? Alter, Doshype ist doch Premium, oder? Ein Premium-Flex, oder wir wollen uns was anderes. Das ist der Sound, oder? Oh mein Gott, ja, so eine Pusherjacke. Und dann sieht man die Rolex nicht mehr, Leute. Jetzt sieht man die Rolex nicht mehr, das war gerade mein Problem, deswegen. Ja, wir brauchen irgendwas, wo man eine Rolex sehen kann. Schau mal sowas in der Art. Ja, warte, ich weiß was, ich weiß was. Ich hab schon eine Idee. Ich auch gerade, das sieht schon eher nach Hype aus hier, Hypebeast Fashion. Ja. Hypebeast Fashion. Die Hypebeast Fashion ist da. Alter, oder weißt du, was auch so richtig Rich Kids ist? So. Yachting-Style, so, was die so auf Camp Yacht, David. Oh nee, oder Golf-Style. Oh, so, shit. So Golfer-Shirt und so. Ja, da ist ja dann wirklich Ende im Gelände. Ja, aber das ist ja dann wirklich. Also da dann ist ja dann. Dann ist wirklich wieder. Warum mache ich dann gerade nur eine Tabelle? Da braucht man dann wirklich wieder eine Tabelle. So. Da schau, das ist Flex. So, ich glaube, ich ziehe diese Jacke hier an mit so, jawohl, das ist richtig flex. Ich muss mir schnell neue Hände kaufen. Ich mir auch, da gucke ich extra. So. Aber ich glaube, habe ich die richtigen Hände? Nee. Jetzt habe ich die richtigen Hände. Mit den Tattoos, Alter, so fresh. Guck dir das an. Off-White Supreme Collab, Alter. Weißt du, was das für ein Retail hat? Da kann ich dann. Guck mal hier, Bruder, im Spiegel. Die freshesten Boys hier. Die freshesten Boys. Die Boys. Schau mal. Alter, mach mal Instagram Flex. Hashtag Rich. Warte gleich, ich brauch noch eine richtig krasse Hose hier. Das ist ganz wichtig. Irgendwas Teures. So, mal gucken. Was sieht denn richtig teuer aus, Leute? Sowas? Das passt sogar. Das passt zum Outfit perfekt. Da ist doch geile Schuhe. Irgendwas richtig krasses. Haben Sie vielleicht Yeezys? Die Louboutins. Oder die Schlapfen. Die mit der roten Sohle unten. Oder diese Schlapfen hier mal wieder. Genau, die Gucci-Sandalen. Leute, tragt ja auch Gucci. Ne, die sind wirklich sauteuer da. Die Louboutins, die mit den Stacheln und der roten Sohle. Alter, ich hab grad so voll das Outfit, was so voll zusammenpasst. Das brauchen wir eine fette Kette hier. Ich hoffe mal, da habe ich irgendwas, was dazu passt. Irgendeine Goldkette. Boah, da sieht man sogar die Rolex. Ja, sag ich doch, das hab ich ja genommen. Oh, geil. Geil. Ich glaube, die Goldkette geht sich hier nicht mehr aus. Nee, schade. Wollte ich gerade machen. Alter, stimmt. Das muss ich noch. Warte, eine Chain. Und eine Sonnenbrille. Ja, du kannst eine Chain tragen, ich nicht. Bin da. Kann mir es leider nicht leisten jetzt hier. Aber Brille. Eine fette Pilotenbrille in Gold. Oh, Goldkette, Bruder. Jawohl, in Gold. Perfekt. Kauf bestätigen. Und eine Sonnenbrille. Eine Sonne richtig teure. So, Alter, was sieht denn teuer aus? Hier, Leute. Ohohoho. Ich sehe gerade echt aus, als hätte ich Cash ohne Ende. So richtig, ja, hat mir mein Papa gekauft. Ja, Papis Geld, Daddy's Money, so. Warte mal, die können wir schon mal hier haben. Sehen Sie die Vollgold Rolex? Ja, sehen Sie das? Ich flex den ganzen Tag. Morgen kommt die Iced Out Rolex, das können Sie mir glauben. Morgen gibt's Iced Out.
So, Simon aus Linz haut raus. Guten Abend, bin auch wieder da. Herzlich willkommen, Simon aus Linz. Ey, Cherry Boss haut einen 20er raus. Guten Morgen, aktiv. Hashtag Tabelle. Ja, bald ist guter Morgen. Bald. Lucky JV nochmal. Bin aber Beifahrer. Alter Schwede, Hurdl. Guck mal jetzt mit ne Goldbrille, Alter. Aber schau mal diesen Flex hier an. Boah, Bruder. Guck uns bitte an, wie wir aussehen, ey. Und auch die Lambos da vorne. Alter, die Brille passt einfach so perfekt. So, ein Flex. Das brauchen wir noch ein paar Tattoos. Scheiße, kommt der Regen, aber ich bin mir nass. Wir müssen uns noch Geld-Tattoos stechen lassen. Dass alle wissen, wie viel Alter, Kohle stimmt. Wir haben. So Geldscheine irgendwo hin tätowieren. Aber ich würde es aufs Hirn drauf machen. Ja, warte mal, wo ist denn der nächste Tattoo-Shop, Leute? Direkt ins, so ein Dollarzeichen so aufs Hirn. Oder direkt ins Auge tätowieren lassen, das Dollarzeichen. Stimmt. Kontaktlinsen. Ja. Kontaktlinsen reinhauen, ja, so richtig blau. So, Michi Mast, danke für 90 Cent. Dann Chris S. Monte ist gerade bei Twitch live, ja moin. Boah. Dann kannst du gleich mal Monte ausrichten, ich baue gleich sein Auto nach. Und ich liebe heute seinen Lifestyle. Wir sind heute nämlich richtig rich. Ist aber echt fast schon so wie der Monte-Simulator, was wir hier gerade machen. Wir kaufen uns Rolex, fahren Lambo und kaufen teure Klamotten. Ja, wir sind heute eigentlich wie Monte unterwegs, kann man sagen. Dann haben wir eher einen Bruder Kylo getroffen. Ja, kommt schon hin. Nur dass Monte sich selbst erarbeitet hat und wir sind nur Rich Kids. Das heißt, wir haben es ja nur von Daddy. Von Daddy's Money. So. Der Monte ist Twitch, der Daddy. Genau, Monte ist Twitch Daddy. So. Gut. Janni, danke für 1,05 Euro. LGW Matze, warum ist einer nicht live? Mag dich auch. Nur so eine Frage. Oh, danke. Warum einer nicht live ist? Du meinst Andel? Er meint Andel, wahrscheinlich mich. Ja, Andel ist gerade nicht live, weil er gerade mitchillen möchte. Es gibt auch Leute, die chillen einfach nur beim Streamen. Heute ist einfach so gechillt und flexen und mitchillen. Ein Dollarschein on my wrist, Alter. Jawohl. Warte, ich schau gerade. Oder Rich? Ich hab. Warte mal, habe ich das dazu schon? Nein. Oh, ah, doch. Alter. Ich hab Cash King, habe ich auf dem Hals. Ich kann dir einen Dollar. Also ich mache hier mir ein Dollarzeichen hin, so. Ich habe mir jetzt mal ein Dollarzeichen gemacht. Jetzt schaue ich, ob ich hier noch irgendwo was hinmache. Rudel, ich hab das Dollarzeichen am Hals und Cash King auch noch am Hals. Vorne, am Go da vorne. Der Cash King. Rich, ja, Rich braucht man nicht, Leute. Habe ich noch irgendwas am Nacken? Ich schaue noch Part 2. Ich schaue gerade, ob es hier noch irgendwo was gibt. Ja, moin. So, irgendwas, wo man so richtig sieht, dass ich richtig fett Kohle habe. Warte mal, das sieht mal alles zu Standard aus. Ein Dollar hinten am Genick. Ja, ich schaue gerade, was es so gibt. Nee, oh mein Gott, es gibt ein Tattoo Rich auf der Brust mit einem Diamanten. Ja, das habe ich mir überlegt, ob ich es mir drauf mache. Ja, aber das sieht man nicht. Das ist ja, das sieht man leider nicht, ja. Sieht man das? Ich war kurz davor, es mir drauf zu machen. Habe ich mir so gedacht, nö. So, was können wir jetzt. Oh mein Gott, Alter, gibt es Tattoos, Bruder. Ich schau mal hier. Alter. Wusste gar nicht, dass es so viel krasse Tattoos hier gibt. Vielleicht ein Dollarzeichen? Weißt du, das geil, ein Dollarzeichen so auf dem Finger irgendwie. Oha, mit Glocks. Alter, sieht das krass aus. Aber, es gibt nur einen Dollar am Unterarm. Ja, aber geil wäre so Dollarzeichen auf den Händen, wäre richtig geil. Achso, du meinst wirklich auf der Hand drauf? Ja, wirklich auf der Hand drauf, weil ich hatte gerade hier so eine Granate auf der Hand. Wäre irgendwie geil, wenn es sowas geben würde für. Ich glaube, Dollar und das Ganze ist bei Part 1 drin. Oder nicht? Ja, da habe ich eh schon geguckt, aber leider nicht für den Arm, für die Hand. Ich glaube, ich habe jetzt genug Tattoos, Leute. Müssen uns ja auch nicht überfüllen. So. Immerhin, wenn ich mich jetzt ausziehe, ja, warte mal. Wir machen jetzt mal hier vorne Oberteil weg. Gut, das Tattoo habe ich aber nicht ausgewählt, warte mal. Nicht hier raus. Das Tattoo habe ich nicht ausgewählt, hallo? Ich möchte mein Geld zurück. Hat ihr mir das natürlich drauf tätowiert? Ich hoffe nicht, ey, ich hoffe nicht. Nee, das ist weg, perfekt. Alter, ich dachte schon, das ist jetzt hier drauf tätowiert, Bruder. Bruder, ich dachte, das ist drauf tätowiert. So. Ja, da habe ich jetzt das andere, das passt schon. Cash King. Perfekt. Oh, jetzt fühle ich mich geil, Bruder. Jetzt fühle ich mich richtig rich. Und auch noch mit der Glock hier unterwegs. Oh, ho, ho, ho. Entschuldigung.
War nur ein Testschuss, Bruder. War nur ein Testschuss. So. Warte mal auf dem Andel, bis er fertig ist. Alter, ich hab mir jetzt hinten das Money ins Genick reingemacht. Damit man von hinten. Damit man von hinten auch fett sieht. Einfach den Geldschein hinten draufgeballert. Ja, viel Spaß damit. Weißt du zu, mein Gott. Ich sperre immer zu, weißt du? So, gehen wir mal rüber. Das ist das einzige Tattoo, was man von hinten aussieht. Das habe ich so dreidimensional dann vielleicht. Gehen wir mal rüber ins Autohaus, würde ich sagen, oder? Schauen wir nochmal in Autos. Komm in meinem Auto aus. Da fährst du mal vor, Bruder. Fahr vor, ich fahr da hinterher. Au, mein Auto! Ah, ist scheißegal. So, Jens, wann kommst du? Also die Nacht gehört uns, Bruder. Ey, wir müssen dann noch in den Club fahren. Wir fahren ja auch noch in den Club, natürlich. Warte mal, hol mal Geld oben, wir müssen noch Bank. Okay, ich hab eh 800.000. Ah, scheiße. Nee, never mind, ich hab 8 Millionen auf ja klar. Alter, Taschengeld vom Papa bekommen letzte Woche. Ja, hab ich nicht mit. Mann, wie auf der Bank. Ja, fahr auf da die Bank. Da hab ich 80 Mille. Guck mal hier jetzt. Da warte ich auf dich hier im Auto. So, Jens Wankowski, kannst du mich grüßen und meinen Cousin Chase Wankowski und meine Klasse 6-2. Grüß mal die Klasse 6,2. Jason Wankowski grüße ich und Jens Wankowski. Grüße geht raus, Dankeschön für 5 Euro. YT Noel grüße ich, oder Nue, wie man es aussprechen möchte. Ja, was steht da? Police have ordered the traffic. Ah, okay. Da ist ein Unfall passiert. Julian Pichel hat raus. Hey, Julian, kannst du mich grüßen? Grüße genauso an Julian Pichel. Dankeschön für 22. Grüße genauso. So, jetzt holen wir uns mal ein richtig fettes Auto, Leute. Schreibt mal rein, was für einen Schlitten wir uns holen sollen. Oder wir den Lambo behalten sollen, aber ich glaube, ich hole mir noch einen fetten Schlitten. Lambo ist Viertwagen. Ja klar, Viertwagen. Dem bringe ich einfach nur den Müll raus. Wenn die Haushälterin halt nicht da ist, ne? Das Müllauto für uns. Ja, damit. Wenn die Haushälterin mal nicht da ist, eine von den 10 Angestellten in meiner fetten Villa, Alter, muss ich selber. Ja, Bruder, damit reiche ich meinen Müll raus mit dem Wagen. Ja. Bruder, das ist nur, wenn man. Das ist nur, wenn man mal einkaufen fährt, weißt du, so ein Einkaufswagen. Also mal wo ranschrammen. Da bin ich vorbeigefahren, kann das sein, doch nicht. Das ist das Auto fürs viertklassige Date, Alter. Die Leute, ja, willkommen in meinem Auto aus. Deswegen. So. Gucken wir mal. So, gehen wir mal schauen. Kommen Sie. Ey, das ist ein Foto von mir. Guck mal. Das war letzten Sommer. Mit dem Bugatti mal rauf von meinem Papa. Ja, ja. Dann haben wir hier auch noch ein Foto. Maventador vom Papa. Schön gepostet hier. Geil. Ja, ja. So, jetzt flexen wir mal anders hier. Jetzt holen wir uns mal die Karren. Schauen wir mal, was es gibt. So, also den haben wir ja schon. Das ist alles zu billig. Oh, der Bugatti, ja hallo. So, das ist auch viel zu günstig hier. Wir könnten mal einen Rari könnten wir mal fahren. G-Klasse schreibt wer. G-Klasse gibt's auch hier, stimmt. Aber der Ferrari spricht mir auch ganz an. Ferrari 488, das ist krass. Rolls Royce, Bruder, und dann so mit in so fancy lackiert. Bugatti Veyron haben wir schon, Leute, den brauchen wir nicht mehr. AMG GTS, auch krasse Kiste. Ja, krasser Wagen. BMW M8, da fängt es jetzt an, Leute. BMW M8. Zwar boah, nicht der so, McLaren ist auch sick. Der ist zwar gar nicht mal so teuer, aber das ist richtig geil, der Wagen. Alter, den Saleen, glaube ich, ziehe ich mir. Ohne Scheiß. Oh, der neue Bugatti? Alter, ich habe mein Auto. Holy shit, den ziehe ich mir. Das ist der Sound of die Spende. So, oh, ist der fett, Bruder. So, G-Klasse ist auch da, wir können auch eine G-Klasse fahren. So, dann Rolls Royce, ne? Natürlich auch. Mit Diplomatenkennzeichen hier hinten. Der Fett, Bruder. Das ist halt auch krass, der Wagen, aber ist ja wirklich zum Pushen, das Ding. Das riecht ja zum Pushen. Ferrari, gut, er ist eher alt, älter. Brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen was Luxusmäßiges oder Alter, richtig Sportliches. Ich gehe dann. Wir müssen den dann noch fett tunen, gell? Ich schau gerade. BMW 8 ist jetzt nicht so. Den Andel hat. Kugelsicherer M5. Gut, der ist jetzt auch nicht so auffällig. Alter, McLaren P1, Leute. Was sagt ihr dazu? Also, komm, das hau Ding ist, rein, das ist Flex. Das Ding ist auch zum Flexen. Ich weiß, das ist richtig geil zum Flexen. So, denn hier haben wir noch ein Lambo. Das ist ein bisschen teurer. Aber wir haben ja schon ein Lambo, Leute. Müssen wir so sehen. Der Saleen, Alter, der ist sowieso krass.
Das war gerade Andel. Eine Limo. Gut, die ist jetzt nicht so. Einen normalen Aventador gibt's auch. Den drücke ich jetzt richtig. Also den, ich wäre irgendwie. Jetzt noch so geil auf. Die Leute wollen, dass ich die G-Klasse fahre. Haben irgendwie die Leute voll Bock drauf. G-Klasse. Ja, Leute, die meisten schreiben mir G-Klasse rein. Oh, dankeschön, der Killer. 1238 für deinen Sticker. Schreibt das cool, ist voll durchgemischt. Ich habe den Chat auch gerade offen. Ja, bei mir schreiben viele P1 oder G-Klasse. P1 schreiben viele. McLaren schreiben viele. Schau mal. McLaren, P1, P1. Gerade alles McLaren voll. Ja, bei mir auch, ja. Oder halt ein Ferrari, ne? Das wäre halt auch geil. Aber ich glaube, wir fahren den P1 oder den. Die G-Klasse ist halt ein bisschen zu langsam, glaube ich. Die ist zwar nicht. Die ist zwar wirklich schnell, die G-Klasse. Aber zu langsam, im Gegensatz zum P1. Wollen halt auf den Kack drücken, komm. Ja, komm, dann fahren wir am P1. Die Leute schreiben auch. Die meisten schreiben, ich soll McLaren nehmen. Na, nehmen wir den. Leute, wir gönnen uns den richtig hart. So, ja, 600.000 erstmal ausgegeben. Was ist denn hier los? Schau mal, wo ich parke. In der Bitte. Meiner, ne? Mein Flex 2,5 Mios. Komm. Alter, der Wagen ist geil. Warte, jetzt müssen wir noch aufmotzen. Wir lassen den nicht Standard, ne? Ne, gehen wir, fahren wir rüber, Alter. Alter, sieht der aus. Ich hab nicht mal ein Kennzeichen drauf. Ey, wo fährst du nur hin? Ich fahr zu Benny. Sind zu. Ja, also ich fahre nicht, ich fahr doch nicht in diese letztklassige Tuning-Garage, wir fahren zu Benny rüber. Benny hat bessere Sachen. Die haben halt geile Parts. Das ist drüben, ja, ist ja besser bei Benny, Alter. Komm, fahr mal. Treffen wir uns drüben. Ja, treffen wir uns bei Benny. So, wer buckelt noch raus hier? MC Döner 1 74P geworden, dankeschön. X66 Temptation, haut auch nochmal raus hier. BMW 8, hehe. Ja, ich weiß ganz genau, warum du den willst. Das wissen wir alle. Alter, der geht aber ganz schön ab, Bruder. Der fährt schon über 200 ohne Tuning. Uah! Auch innen. Der Tacho, Alter. Sheesh. Jetzt noch geil aufmotzen. Meine ist gar nicht so schnell. Er ist auch eine alte Karre. Alter, der müsste schon über 300 fahren. Ja klar, das ist vielleicht gedrosselt. Müssen wir noch was machen mit dem Auto. Müssen wir noch mal Bilder, aufreißen. Bisschen nachhelfen. Für 2,5 Mios muss der mehr drücken. Ich glaube, ich lasse gemein ohne Kennzeichen. Wie hat das was? Dann sage ich, ja Bruder, ist mir scheißegal. Ich zahle gerne die Strafe ohne Kennzeichen. So, schauen wir mal, was wir da machen können. Ich glaube, so Tuning kannst du gar nichts machen. Oh, Scheiß. Alter, sieht das geil aus. Gibt euch das... Alter, warte, das muss ich euch jetzt zeigen. Alter, gebt euch mal die Einzelheiten in dem Auto. Da siehst du einfach alles. Warte, ich muss mir das mal angucken. Alter, das aussieht. Ey, das sieht aus wie ein Raumschiff von hinten, ich schwöre. Krass. Einfach nur krass, Leute. Waren dann aber zu. Gut, Engine. Also so Tuning gibt's halt nicht. Es gibt halt hier nur die Standard-Tuning-Möglichkeiten. Dann haben wir noch geile Felgen drauf. Irgendwas, was mir sagt, wir haben Geld. So. Das könnten wir drauf machen. Also sowas wird auch passen in schwarz. Ich überlege doch gerade, Andel, welche Farbe machst du deinen Wagen? Guck mal hier, Chroma. Alter, ein Chrom. Guck, nee, ich glaube, ich mache ihn in Gold. Wirklich in Gold? Einfach in Gold. Ja, ich überlege gerade hier. Entweder weiß oder in Gold, aber ich mache ihn in Gold. Einfach, weil heute ist mein Flagstag. Geht schon. Ich glaube, ich mache meinen wirklich chrom, ne? Irgendwie hat das ja, was. Gold und Wagen. Chrom, Alter, besser wird's einfach nicht mehr. Dann fährst du Gold, ich fahr Chrom, perfekt. Alter. Okay, jetzt, Alter, Leute, ich glaube, mehr flexen können wir nicht mehr. Jetzt noch Unterbodenbeleuchtung rein und das Ding ist noch krasserer Flex. Ich habe bei meinem leider mal Leistungstuning machen können, die haben keine Parts dafür. Das ist schlimm. Der ist so exklusiv. So. Color Black on Black. Jetzt noch eine Sache brauche ich noch. So, das ist nämlich Bulletproof. So, jetzt sieht das Ding ja mal richtig geil aus. Alter. Warte mal. Stimmt, Unterbodenbeleuchtung, kann ich schauen, ob's. Bruder. Oh shit. Ey, wie das aussieht. Ich meine, gib dir das mal. Also, wir müssen mal Hatzel machen, muss man schauen, wer schneller ist.
Kriegst du, ich bin nicht schnell. Mein. Ja, probieren wir mal hier. Lang. Was? Ja, guck mal her hier. Meiner ist sau langsam, der fährt 160, ich schwöre. Schauen wir mal. 3, 2, 1, go! Mal schauen, was ja. meiner hergibt. Alter, das Ding geht ab. Ich bin schon bei über 200. 221 bin ich schon. Jetzt meiner fährt langsam. Einfach knall. Er fährt, weißt du was, der Max fährt 170. Uhuhui. Also da ist... Also da ist jetzt wirklich was los hier. Ein Engineering-Fehler, würde ich einmal sagen. Oder gedrosselt. Er hat einfach gedrosselt, die Hütte. Warte mal, ich fahr mal rüber zu dem illegalen Tuner dort. Da soll man das ein bisschen da... Zum illegalen Tuner? Was willst du machen? Einen besseren Turbo einbauen oder was? Ja. Nee, da soll man den Motor mal umschnipseln. Hau da jetzt alles raus. Alter, aber meiner geht ja richtig ab. 2,5 Millionen Wagen fährt 170. Das gibt's nicht. Nee! Nee! Stell dir die mal ab, ich will mir das mal angucken, wie das so aussieht. Ich kann mir nicht mal meine Felgen ändern. RIP. Das ist doch wirklich. So. Also, die bleiben gar nicht so offen, ich muss das so machen. Warte mal. So. Alter, die geht immer zu. Der sieht so fresh aus einfach. Das sieht einfach richtig geil aus, der Wagen. Weißt du was, ich fahre mit Dingen offen. Warte mal hier, so Türen. So, so fahre ich jetzt. Aber warte. Kannst du das auch mal machen, so fahren? Ja, warte. Na. Hinten muss ich noch zumachen. Jawohl. Oder das fahren wir so rum. Butterfly Doors. Warte, machen wir nochmal, ich will einen neuen Motor testen. Ja, warte, müssen wir aber schon Richtung Autobahn mal fahren. Aber lass ruhig die Butterfly Doors offen. Sieht ja episch aus, wenn wir so rumfahren. Gerade nicht, dass wir abheben damit. Abgehoben! Abgehoben sind wir sowieso schon. Ja gut, das sind wir sowieso schon, ja. Gerade, dass wir nicht abstürzen. Komm! Habub! Alter, nicht deine Tür hinmachen. Nee, ich pass schon auf. Das sieht so blöd aus. So blöd, dass es wieder geil aussieht. Okay, warte, wir machen hier Rennen. Mal schauen, dass das sich kommt, der Flex. So, 3, 2, 1, los! Für den Flex, Jungs, für den Flex. Für den Flex. Ohne Bruder, der neue Motor zieht, der neue zieht. Ja, Alter. So stelle ich mir das vor. Wie das einfach 250. Aussieht. Was? 350? 250. Also 250. Ich bin gerade bei 238. Ab durchs Radar! Jawohl. Bam! Ich habe eh kein Kennzeichen. Ich habe trotzdem eine Rechnung erhalten. Wie geht das denn? Nicht meine Rechnung. Ich kann doch keine Rechnung bekommen so. Ich glaube, dein Auto gibt es einfach nur gefühlt zweimal in der Stadt. Oh. Ja gut, das kann natürlich sein. Das ist auch ein bisschen jawohl. Teuer. So, jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich happy mit dem Wagen. Goldener, 2,5 Millionen Salen. Nein. Von Salene. Ich glaube, da kommen die Cops. Von alleine. Warte mal, fahr mir angemessen. Fahr mir relativ. Ich seh, ja. Relativ angemessen mit den Türen. Mit den Türen, ja. Oh, nee. Ich glaube, wir sollen rechts ranfahren, ja. War eine scheiß Idee. Also, ich fahr nämlich ohne Kennzeichen. Warte, fahr vor zu mir. Wir sagen das für ein Musikvideo, okay? Moin! Mach doch mal die Mucke leiser! Ich hab hier irgendwas mit Neues. Mit der Klima hier. Oder warum sind die Türen auf? Für Musikvideo. Wir machen gerade ein TikTok. Wir machen gerade ein TikTok. Ah ja. Ja. Das wunderbar. Sieh, das gegen den Atem, gegen den schlechten. Kennen Sie das nicht? Sir, kennt ihr das nicht? Empfehle ich Airways. Was kenne ich nicht? Rich Boy Check. Wir machen gerade so einen TikTok, verstehen Sie? Wir sind Rich Boys, deshalb machen wir einen Rich Boy Check. Okay, cool. Ja? Dann hör mal den Sound hier, guck.
Ja, den Sound, den höre ich. Einmal fährst du schon Führerschein. Geil. Die Tür ja, bitte, zu, kein Problem. Darf ich mal Motor ausmachen? Mach es auf. Ja, klar. Danke. Darum bitten. Auch der Herr vor Ihnen. Das ist der Sound auf die Spende. Steig aus, müsstest weißt du bleiben. Wir machen gerade ein TikTok. So, warte, ich geh mal kurz. Ich geh mal kurz aufs Klo, gell? Ich geh mal kurz schiffen. Was, Leihrumpel? Kennen Sie TikTok? Ja. Ja, können Sie mir mal folgen auf TikTok. Wie viele Abos haben Sie denn? 5. Immerhin, besser als 0. Millionen. 20. Nee, ich hab 5. Aber genau deshalb drehen wir hier gerade ein Video, verstehen 20 Sie? 20 oder 5, was jetzt? Ja, 5. Aber wir machen gerade halt ein Video, wir wollen ja einen Rich-Boy-Check machen. Rich-Boy-Check, verstehen Sie? Und dann wollen wir da so ein Video machen, dass ich damit den Türen offen fahre, weil es mir halt scheißegal ist, verstehen Sie? Und das wollten wir hier gerade machen. Ich habe auch eine neue Choreografie einstudiert. Willst du sehen, die neue Choreo? Na klar, hau raus. Wunderschön. Das ist eine uralte Choreo. Geil, 200.000. Habe ich zwar schon oft gesehen, aber 200.000 Follower Insta. Ja gut, ich bräuchte trotzdem mal Phasenschein. Ja, das war an hier, Alter. Let's schwing! Die stehen aber halb auf der Schwingerhips. Straße, aber... Oh ja. Wenn sie überfahren werden, bin ich dafür nicht verantwortlich. Da ist dann der Reiz dafür verantwortlich. Knopf. So, einmal bitte jetzt zu ihrem Handschuhfach gehen und dort die Personalien rausholen. Und den Fahrzeugschein, so wie Führerschein. Oh ja. Muss man aufpassen. So, ich habe aber keine Handschuhe da drin, also ich weiß jetzt nicht. Achso, sie brauchen meine Personalien. Also. Das ist ja das Auto für Spende. Diese Hilflosigkeit gerade. Da wir aussteigen, mir wird's hier langsam schlecht. Vielen Dank, Herr Konda. Da wir aussteigen. Wozu denn? Ich Konda, bitte. Okay, dann bleib ich sitzen. Auch oder Sie, guck mal, Herr Konda, gehen Sie bitte direkt zurück in den Wagen auf. Und steigen Sie von dem millionenschweren Fahrzeug Ihres Kollegen. Nee, das passt schon, das darf er. Es hat eh mein Papa gekauft. Mein Papa kauft das. Rudi, mach mal einen Shot von mir vorne auf der Motorhaube. Ja, ich darf nicht aussteigen, hat der Polizist gesagt, leider. Ich darf nicht aussteigen. Ja, von innen. Ja, warte, von innen geht das. Ja, das geht schon. So, aus der Plexiglas. Milchglas. Optik. Geht schon. Wo ist Ihr Kennzeichen? Warten Sie mal. Kriegen Sie das nicht? Was wollen Sie? Sie sind auf einer Autobahn, Sir. Ja, und? Schauen Sie, das Kennzeichen, das ist ja da. Das ist ja da. Das ist ja hier, sehen Sie das nicht? So nicht, das ist ja da. Schauen Sie her, da genau, das ist ja hier. Ihr seht da. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ihr seht da. Das war die ganze Zeit schon da. Ich weiß nicht. Aus- und einfahren, ha? Ja. Dann lassen Sie es bitte ausgefahren. Ja, ja, sicher. Natürlich. Und Sie steigen jetzt in Ihr Auto ein, Sir. Sie werden noch überfahren. Mach doch keinen Heckmeck hier. Ja, die Karre bringt nichts, wenn du im Krankenhaus liegst mit sonst wie viel Verletzungen. Also, hey, die Karre ist golden, siehst du das? Ja, ich habe Augen im Kopf. So, also, bist du schnell unterwegs, ha? Die Radarfahrt hat sie ja, mit 240 erwischt, in der 130er. Ja, aber ohne Kennzeichen, Bruder. Richtig. Ja. Aber ich konnte sie ja trotzdem identifizieren. Ja. Da ihr Kollege vor Ihnen ja Kennzeichen hat. Und ja. Es kein zweites Raserpaar gab auf diesem Freeway. Mhm. Schatz, kommt da. Was geht? Einfach nein. Nimmst du fest? Die Reifen aufwärmen. Es gibt ein gutes TikTok. Die sind heiß genug, nachdem sie dann mit 300 Sachen über die Autobahn gefahren sind. Glauben Sie mir. Er fährt immer 300. So, also Herr Konda, Herr Rumpel. Ja, ja. Ich hätte gutes Recht, Ihnen die Fahrzeuge zu entziehen und Ihre Führerscheine. Bitte nicht, bei ich bin reich. Über der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzung. Mein Vater ist Anwalt, machst du nicht. Ja, gut, Ihr Vater kann auch nicht gegen irgendwelche Gesetze vorgehen, gegen die Sie verstoßen haben. Also da kann er gerne kommen, wenn er möchte. Es ist mir egal, ob Ihr Vater Anwalt ist, der kann auch gerne der Gouverneur von Kalifornien sein. Er kann nichts gegen die Gesetzfolge machen und nichts dagegen machen, dass Sie dagegen verstoßen. Ich belasse es hier bei meiner mündlichen Verwarnung. Arnold. Das Kennzeichen bitte da dran lassen, nicht abnehmen und beim nächsten Mal irgendeine Stelle suchen, wo Sie rasen können. Okay. Sandy Shores Airport zum Beispiel, der ist frei, da können Sie auch Drag Races machen. Ja. Aber nicht auf der Autobahn, wo Sie irgendwelche Familienmitglieder oder sonstiges erwischen könnten. Too nice, eh so. Ja. Ja, ist eh so. Ne? Also okay, ich gehe zu meinem Auto aus. Wir sehen uns. Jawohl, tschüss. Alter, wenn ich 2 Meter wegfahre, mach ich wieder das Kennzeichen runter. Schau, wie ich wegflex.
nicht wegbricht. Ich hab mir das Kennzeichen weggemacht. Und weg ist es. Ich sag einfach, es ist abgefallen. Fuck, Bruder, mein Dank ist alle. Bist du blöd? Sag mal, bist du blöd oder bist du blöd? Da vorne ist eine Tanke. Der verfolgt dich schon wieder. Hä, warum denn? Hä, was ist denn los? Mein Kennzeichen. Das wird dich schon wieder verfolgen. Hä, was ist denn los? Wir kennen uns doch. Ich glaube, wir sind einfach zu radikal. Lange Flex. Ja, steigen Sie mal aus für mich, bitte. Ich habe doch nichts gemacht. Ich steige jetzt nicht aus. Steigen Sie bitte aus. Mein, ich möchte das liegt so am Kennzeichen. Das liegt am Kennzeichen. Das schaffst du noch ja, zu sagen. Ja, am Kennzeichen liegt definitiv. Tun Sie mir den Gefallen und steigen Sie aus. Was ist denn los? Na, ich habe Angst vor Ihnen. Versprechen Sie. Sie haben was? Mit Sicherheit irgendwas intus. Haben Sie Drogen oder Alkohol genommen? Nein. Sicher? Warum sollte ich was... Hey, Sir, was soll denn das? Ich habe nichts genommen. Warum soll ich... jetzt bitte den Anweisungen folgen leisten und aussteigen? Ja, aber ich... Ja, klar, aber bitte, ich habe nichts genommen, Sir. Ich habe nichts genommen. Bitte tun Sie mir nicht weh. Warum denn? Alter, was soll... Sie haben gesagt, Sie machen nichts. Was soll denn das? Ach, warten Sie doch. Ich stelle es jetzt mir rüber. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts dermessen gemacht. Gar nichts. Mein Kennzeichen ist, glaube ich, abgefallen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie sollen aufpassen und Sie machen halt eiskalt weiter. Das ist ja theoretisch Ihre Schuld, wenn Sie wissen, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre Ihnen, ich hab 130 bin ich gefahren. 130. Sir, ich werde jetzt Ihren Wagen durchsuchen. Währenddessen, ich werde Sie auch noch sicherheitshalber. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre Ihnen. Ich schwöre Ihnen auf Murat sein BMW. Sie landen nicht im Knast, aber der Wagen, dass der wegkommt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Warum weg? Ich habe doch nichts gemacht, Sir. Und das ist. Nein, rechts überholen. Nochmal mit 200 und 130er. Ich bin 130 gefahren, Sir. Ich kann Ihnen gesagt haben, ich verspreche Ihnen. Von uns war denn niemand. Ich bin wirklich 130 gefahren. Ich verspreche es Ihnen. Also ich kann Ihnen versprechen, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich an Sie denken, und nur 130 hier fahren, ja? Das habe ich Ihnen sogar versprochen vorhin. Ja. Was ist das? Ich bin Jäger. Sie sind Jäger. Ja, bin Jäger. Eine AP-Pistole dabei. Die, okay. Den die gehört nicht mir. Die gehört nicht mir. Die den halten Sie nicht auf. Ja. Nichts. Was wollen Sie von mir? Den Ausweis? Würde ich Ihnen gern geben, aber es geht ja nicht. Los. Bin ja festgenommen. Das ist ja Zunft, mein Vater ist Anwalt, was willst du? Ne, ich kann Ihnen gerne einen Ausweis geben, aber sie hat mich gerade festgenommen. Ich könnte den sonst ganz immer geben, aber so wird das schon nix. Es führt ja nicht zu nichts. Ja, okay. Ich sehe gerade, Sie sind im Besitz eines Waffenpasses. Ja. Da genehmige ich aber den. Lass mich schon kontrollieren. Ja. Du, ich hab Angst, ich mag nach Hause. Uli, wie siehst denn du aus, Alter? Ich will nach Hause. Das ist nicht Ihre Verkehrsnummer, steigen Sie bitte ein und fahren Sie weg. Hast du gehört, dass sie gerade auf der Autobahn umgekehrt sind, um anzuhalten? Das ist eine ganz andere Geschichte. Verkehrskontrolle. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Wir wollen nicht so enden wie Ihr Kollege. Also fahren Sie am besten weiter. Danke. Wenn wir ein schönes Wetter haben. Bleib ich da sitzen und steh da. So, also. Ah! Oh Gott, das Wetter ändert sich ja schnell. Ja, schön. Folgendermaßen. Sie haben sich ja wiederholt nicht an die Anweisungen gehalten. Es waren keine 30 Sekunden. Ja. Das ist nochmal mit 200, also mit 70 Stundenkilometern über der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin 130 gefahren. Ja, sind Sie. Ne, bin ich wirklich. Ich schwöre Ihnen. Ich habe geguckt, dass ich 130 fahre. Vielleicht ist mein Tacho kaputt. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich 130 gefahren. Ich schau mal das mal an. Was machen Sie denn? Ich versuche Ihr Kennzeichen zu finden und was Sie damit machen. Das ist abgefallen. Ganz normal, ich habe nichts gemacht. Das Kennzeichen ist da hinten abgefallen. Okay. Also, der werte Kollege, der sich den Anweisungen widersetzt und hier immer noch rumfährt, kann Sie gleich mitnehmen. Haben Sie gehört? Andere kriegst du ja noch. Sie können den Kollegen mitnehmen, Sir. Warum? Warum mich mitnehmen? Was ist denn los? Weil Ihr Fahrzeug vorübergehend entzogen wird, so wie Ihr Führerschein. Warum? Ihr habt doch nichts gemacht! Sir, ich bin 130 gefahren! Ja, genau, sind Sie. Ja, ich bin die 130 nach 130er gefahren, ganz normal. Weiß ich, wo das Problem ist? Das Fahrzeug ist auf Sie registriert, richtig? Das haben Sie gekauft. Ja. Ja? Okay, gut. Dann dürfte ja nichts passieren, wenn ich das jetzt Insta abschleppen lasse. Schießen Sie mal wieder auf.
Ansonsten müssen wir das auf eine andere Weise entsorgen. Ja. Ja. Danke. Wenn sie vielleicht so gnädig werden und das nicht direkt so abschleppen würden, dann... Ich kann ihnen auch was zahlen dafür, ist ja kein Problem. Es gibt keinen anderen Weg, das Fahrzeug abzuschleppen. Aber darf ich jetzt gar nicht mehr fahren? Warum beschlagnahmt? Das landet ganz normal. Nein, nein. Ja, das Fahrzeug wird von uns gefändet, beziehungsweise eingezogen. Sie können warum gepfändet? Und sich wieder abholen. Ich kann euch die Strafe zahlen. Nicht gefändet, es wird eingezogen. Es wird eingezogen. Es wird ja, nicht gefändet. Okay, okay, es wird Sie können seinen Abschleppprüfung wieder abholen und Sie müssen einen Führerschein-Nachtest machen. Ja. Das sage ich Ihnen gleich, was das genau heißt. Ja. Alle mal Hashtag Nja in den Chat. So, einmal freilassen. Ja, bitte, das wäre sehr nett. Was bedeutet das für ein Papagei? Da war gerade ein Papagei, der hier vorbeigeflogen ist. Okay. So. Oh. Also, wir müssen jetzt einen Führerschein nachmachen. Ich glaube, da stürzt gleich ein Flugzeug ab, kann das sein? Oder sehe ich nur ich das? Ach, egal. Das macht die Luftfahrtbehörde. Sie müssen nichts weiter tun, als mit Ihrem Wagen die Fahrstuhlstrecke abzufahren. Fahrstuhlstrecke? Sie müssen noch von Ihrer Fahrschule kennen. Hat gesagt Fahrstuhlstrecke. Die Stuhlgangstrecke, genau. Haben Sie jetzt, meinen Sie jetzt Fahrstuhlstrecke oder Fahrschulstrecke? Ich verstehe es nicht. Oder Stuhlgang, was? Er steckt, ja. Wie gesagt, die Durchfahr-Elli. Nein, Sie müssen auf jeden Fall nochmal Ihre Fahrschulstrecke, also die Route, die Sie in der Fahrschule gefahren sind, mit Ihrem privaten Auto, das ich gerade eingezogen habe, entlang fahren. Somit machen Sie eine Führerschein-Nachprüfung und dann können Sie wieder ganz normal unterwegs sein, alles klar? Ja. Ich werde dort nachfragen, wenn ich Sie in einem Auto erwische und Sie haben das nicht gemacht, dann landen Sie im Knast. Ja. Okay. Also, ich werde Sie nicht inhaftieren. Ja. Das ist ein schöner Tag. Ja. Machen Sie was draus und Sie können Ihr Fahrzeug, wie gesagt, abholen. Ich glaube, $300 kostet es. Ja. Schönen Tag noch. Okay, einen netten Tag noch. Ich muss die Fahrschule nachmachen. Ich mich über die Linken fahren will. Er zieht einfach drüber. Jetzt kommt er zu mir. Schau. Gut gemacht, Kevin. Wirklich, du bist so gescheit. Ja. Ja, maximal an der rechts ranfahren, ja. Jungs, mal rechts ran jetzt, ja. Ich zieh das Er will. Hilfe! Du bist bescheuert, Hilfe! Hilfe, ich kann halten. Ich hab Angst. Mag aussteigen, Hilfe. Ey, da hat mir gerade einen Kratzer in meinem Gold reingemacht. Ich hab Angst, wie fährst du denn? Wie fährst du denn? Du fährst wie ein Volltrottel. Wunderschönen guten Tag, Herr Konda, lange nicht mehr gesehen. Na, wie geht's Ihnen denn? Schick ey, den Kratzer, den zahlst du mir oder was, du Hampelmann? Sollen das? Ich zahl gar nichts. Sie zahlen gleich die heftigste Strafe, die ich Ihnen aufballern werde, wenn Sie nicht sofort endlich normal weiterfahren und keinen U-Turn machen auf der Autobahn. Mr. Crazy, danke und für den Euro. Jetzt war ein Kopfski, danke für den Euro. Raffi, haut mal raus. Hey, ich schon Autos mal so heftig wie möglich. Haben wir gerade vorhin gemacht. Maul! Dankeschön, Raffi und Jens Wankowski, danke für 2 Euro. Der Killer, 1238, grüße meine Freundin Lea, ich grüße Lea. So, Grüße gehen raus, Alter, du hast ein paar Mal die donated. Fabian Hauswald ist VIP geworden, dankeschön dafür, lieber Fabian Hauswald. Dann der Killer, 1238, ist auch VIP geworden, vielen Dank. So. Entschuldigung, war gerade am Telefon, was gibt's? Hallo? Ich bin Abgott. Ja, aber er hat sich fahren lassen, hab ich das gerade richtig mitbekommen? Ja, ich hab gesagt, er soll sich verpissen und dann bin ich weg. Wirklich? Verfolgt er uns jetzt nicht? Er verfolgt uns gar nicht? Er hat gesagt, du kriegst gleich Knast von mir, nicht so als Maul und bin weggefahren. Ich glaube aber jetzt, ich glaube, dafür wird uns das Verfolger das sein. Nicht mal. Oha, hast du das geschafft? Keine Ahnung. So, Leute. Ey, der hat mir meine ganze Lackierung hingemacht. Ja und? Und du fährst auf ihr gesenkte Sau. Erst? So, fährst du mich ganz schnell zum Dingsenbumsen hier, zu dem Parkplatz. Ich muss da nämlich hinfahren. Oder fahren wir Dom. Ja, fahren wir Dom, das geht natürlich auch. Oder wir holen uns schnell ein Auto. Ich könnte nur ein Auto kaufen. Ich könnte das gebrauchen. Sonst fährst du da mal lang. Hast du noch? Ja, ja. Ich hab nur genug Kohle, Bruder. 8 Millionen. 8 Mille on my wrist. Mit der Iced Out Rolex. Ich glaube, ich zieh mir auch noch einen neuen. Echt? Jo. Ja, das ist ein bisschen altmodisch, der Wagen, ne? Bisschen älter schon. Der ist einfach zum Flex, aber ich will mehr Tuning. Na gut. Ja, dann hol dir einen neuen Wagen, Leute. Ich hol dir ein neues Audio hier. Er fragt, wer wie alt ich bin. Ich bin 22. Ruf mal die Polizei und dann sag, hallo, warum haben sie mich angerufen? Ich wollte schlafen.
Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Aber das Problem ist, es ist gerade kein MPD drin. Das heißt, ich kann keine Polizisten gerade anrufen. Hallo? Ja? Aha. Nice, ist ja, so. Morgen? Ja, morgen sicher. Mhm. Morgens Mittag? Andy, jo. Mhm. Hallo? Aua. Du, das war super Abgleich. Ich hole mir. Ja, super Abgleich war das, genau. Das ist das Abgleich. Die Ische kommt gar nicht raus. Sagen, aber das für das hat's nicht gereicht. Das hat's dann nicht gereicht. Ich glaube, ich hole mir einen Ferrari, habe ich so das Gefühl irgendwie. Ich würde mir voll gerne so Ferrari gönnen. Oder ein M8. Nee, ich glaube, ich nehme Ferrari, Leute. Das ist der Sound of a Spende. Scheiß auf G-Klasse, ich will einen Ferrari fahren. Leute, wir holen uns hier den da. Boah, Rolls Royce ist auch geil. So, ich hole mir noch schnell ein Wunschkennzeichen. Bei Andel drüben gibt es nämlich Wunschkennzeichen, die man sich holen kann. Ja, wo? Im Audi-Haus. Ich komme in meinem Autohaus. So, Wunschkennzeichen gekauft. Dann wuppeln wir noch schönes drauf. Leute, wir schreiben irgendwas Lustiges aufs Kennzeichen drauf. Irgendwas, was richtig triggert. Schau mal. Emanuel Ross schreibt, fette Ehre, dass du um die Zeit einen Stream hast. Ja, ich hab's ja versprochen, dass ich stream. Ich hab's euch auch gesagt, dass ich stream. Und heute ist wirklich ein Late-Night-Stream, Leute. Also, heute schön dranbleiben. Ey, ja, ich hätte so Bock auf einen Rolls irgendwie. Ja, hol oder auf einen Bentley. Ja, der ist so langsam. Oder was fährst du? Ich fahr grad ein Ferrari. B88. Boah, da kann ich nicht mithalten. So, ich schau mal, was schreiben wir aufs Kennzeichen? Klo, nee, was soll man drauf machen? Cheatfox, nee, ich mach jetzt keinen Cheatfox da drauf. Aber der Bentley ist auch hübsch. Scheiße, dass Officer Box nicht geht. Boah, kann man den Bentley geil tunen? Matchbox. Nee, was sitzt denn da? Eat my dust. Nee, eat my dust geht sich schreib, nicht aus. Schreib je drauf. Je mit Doppel-E und H hinten. Je. Na, jeet. Also jeet. Jeet. Jeet? Nee, irgendwas anderes. Ich überleg oder jeha. Klostein. Na, weha. Klostein geht sich so aus. Es geht sich aus, Klostein. Du Hürdel, kann man den Bentley geil tunen? Oder Gucci? Was? Ich hau Gucci drauf. Ich weiß nicht, ob man den Gucci... Ich glaube schon, dass das geht, oder? Ich weiß es nicht. Kürtel. Kürteltürtel. Kürteltürtel geht's nicht aus, schade. Aber vielleicht Klostein geht sich halt aus. Oder Gucci. Gucci. Den flex ich jetzt. Oh, nicht. Ich hätte gerne Gucci Girl drauf gehabt, schade. Saugstauber geht sich niemals aus. Radlfahrer. Du ziehst nur so aus, Radlfahrer. Nee. Schraubhuber wird es ja auch nicht ausgehen. Nja, ich mach Nja und Kennzeichen. Warte, Nja. Dann mach ich, ja, Alter. Nja, Nja aufs Kennzeichen. Oder warte. Gucci Fuchs geht sich aus. Der Gucci Fuchs, das wäre auch eine geile Sache. Nee, ich glaube, ich mach Nja oder Gucci. Nee, ich mach Nja, mach ich drauf, komm. Das ist eine gute Idee, so anbringen. Nja. Ich mach mal Führerschein mit Nja. Ah, Hirsch-Kennzeichen brauche ich auch noch, stimmt. Ah, Hirsch. Das hätte ich drauf machen können. Aber jetzt haben wir das Nja-Kennzeichen. Und ich fahre hier die Tuning-Garage, Leute. Ich hab einfach mal Nja am Kennzeichen. Wenn mich jetzt anhält. Nja. Du musst dich mit mehr Gefühl ausdrücken, so. Nja. Nja. Nämlich hinten habe ich nicht so McNuggets. Nja. Nja. Weil das Original geht auch so. Nja. Ich denke immer bei diesem Nja, wo ich damals angerufen habe bei Teleshopping. Nee, bei mir war es der Inder bei Mackie, ja. Alter. Der Inder bei Mackie. Das ist der Nja. Das ist der originale Nja.
Meins hat schon davor existiert, das musst du dir vorstellen, ja? Den Inder hast du gar nicht kannt, gell? Ich weiß. Mann, das ist so schade, dass du sowas verpasst. Du hast bei dem Typen einfach alles bestellen können und dann... Nja. Und Cheeseburger? Nja. Also kleine Pommes? Nja. Du musst dir vorstellen, war ich beim McDrive drin und dann fragt er mich halt so und ich so, ja, das. Und dann so, nja, war das alles? Nja. Die ganze Zeit? Nja. Und einmal habe ich ihn drin erlebt, da habe ich Kaffee bei ihm bestellt und nja. Vielleicht schaut er ja gerade zu. Nja. Nja. Hoffentlich. Das ist der Sound auf die Spende. Alter! Das, oh, die Originalen lasse ich hier drauf, das passt am besten dazu zum Ferrari. Wir kommen im Rari. Ich hab so den Flex Bentley. So, dann kann ich wieder das Kennzeichen abmontieren hinten. So. Leute, welche Farbe soll der Rari sein? Komplett schwarz oder? Ich finde, Ferrari gehört immer rot, bin ich der Meinung, oder? Seid ihr der anderer Meinung? Leute, beim Ferrari, schau mal rein. Und innen sollte der immer schwarz sein, schwarz-rot oder schwarz. Oh, da kann ich die Bremsbacken machen. Ah. Alter, ist der fett. Was denn? Ja, der Bentley, den ich hab. Holy fucking shit. Geil. Der ist actually richtig fett geworden. Ich glaube, ich mache noch Bulletproof. Innenausstattung in weiß für einen ultimativen Flex-Hurdle. Die Leute schreiben rot. Was weiß, könnte ich auch mal probieren, aber ich glaube, weiß ist niemals so geil wie rot auf dem Ferrari. Was meinst du für eine Flexer-Karre helle Innenausstattung, oder? Ja, wenn es geht schon, ja. Weißer Rari sieht auch geil aus, oder voll schwarz, ne? Aber ich weiß nicht, rot ist dann doch irgendwie geiler. Nicht das so von. Du musst immer das Heck so betrachten. In Rot hat das doch ein bisschen mehr Style, finde ich. Da. Ja, ich finde, Ferrari muss rot sein. Auch wenn die Hauptfarbe ist eigentlich gelb von einem Ferrari, das wissen viele nicht. Aber Ferrari, deshalb ist das Logo auch gelb. Und eigentlich gehört ein Ferrari gelb, ne? Aber irgendwann haben die Leute gesagt, gehört rot und jetzt ist das halt so, ne? So, warte, ich muss mal schauen, da hat noch wer donatet hier. Mr. Crazy hat einen Euros. Dankeschön, Raffi hat einen Euros. Jetzt will ich auch gegrüßt werden. Ja, Raffi, Grüße geht raus. Danke für die Donation, Manuel Rost. Fette Ehre, dass du um die Zeit einen Stream hast. Genau, das habe ich eh vorgelesen. Ich habe zu danken, lieber Manuel Rost, für 2 Euro. Kyson 107 Gang, heißt einfach mal Kyson. Bist der Beste, mach weiter so. Dankeschön. Mr. Crazy, kommt mal wieder was von Karl-Heinz. Schöne Grüße. Könnten wir auch mal wieder machen, eigentlich, von Karl-Heinz. Und Kyson 107 Gang, bist korrekt, ebenfalls. Vielen Dank für 2 Euro. Jetzt haben wir mal, Leute, jetzt haben wir mal alle mal ein Like raus. Like-Hype. Für eure Donations, für diesen Late-Night-Stream, wir hatten schon lange nicht mal so einen späten Stream, und für die Karre. Alle jetzt auf den Like-Button drücken, Leute, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt hau mal auf. Alle mal Hashtag Like-Hype. Und ich muss diese Strecke abfahren, merke ich gerade. So. Dann fahren wir mal die Strecke nach, wo der Herr Polizist gesagt hat, sie soll da rumfahren. Mach ich das jetzt hier auch. Das ist der Sound, ob ich bin. Wird so ein Lachen, wenn ich da jetzt geblitzt wird oder so, weil ich werde da jetzt richtig schnell drüber fahren. Schreibt mal rein, wie viele Likes ihr schon erreicht habt mit dem Like-Hype. Immer schön reinschreiben, Leute, weil ich sehe das. Warst du gerade erst auf die Fahrschulstrecke? Ja, er hat mir gesagt, ich soll die fahren. Deshalb mache ich das. Er hat gesagt, er kontrolliert das. Dann hältst du dich an Regeln. Ja, ich halte mich da schon an Regeln, Bruder. Sonst wird mein Auto wieder entzogen. Warte, ich schau mal, ob ich dich irgendwie... Also du flexst da voll durch, ne? Ja, aber richtig. Bist du jetzt wirklich hier von der Fahrschule aus, oder? Nee, ich fahr mit dem Ferrari. Warte, ich schau mal, ob ich dich auch holen kann. Alter, der Ferrari sieht so fresh einfach aus, das glaubst du gar nicht. Das Ding ist so geil. Warte mal, ich komm mal irgendwo nach. Vielleicht erkennst du das Auto. Alter, von innen ist das geil. Da zeigt sogar wirklich hier an, wann ich runterschalte, ist das geil. Mit Rot, wenn ich in den roten Drehzahlbereich komme. Krass. Ja, meiner hat auch so einen fetten Innenraum. So mit, Alter, meiner hat sogar krass. Eine Rolex im Innenraum. Hast du ein Audi? Nö, seit wann hat Audi eine Rolex drin? Nee, ich sag nur, Audis haben ja in der Mitte immer so eine Uhr drin. So dachte ich gerade, meinst du das? Das ist Mercedes. Audi hat doch auch eine Uhr, so eine normale. Mit Zeigern. Da hatten die übelst lange. Hä, ich glaube, das war Mercedes. Audi auch.
Lass mal schauen. Darum ich, weiß ich nicht. Warte, Marfonski haut einen Fünfer raus. Bist der beste YouTuber? Besser YouTuber, weiter so. Und wie kommt man auf euren Server? Kommt man bald. Jetzt noch nicht. Die IP-Adresse. Jetzt noch nicht, aber es wird ein Video folgen demnächst. Alter, der kontrolliert das wirklich, Andel. Der kontrolliert das hier, guck mal. Der verarscht mich. Genau, oder? Guck mal. Alter. Ah, ich muss da rechts rüber. Komm, fahr. Ist 80. Weißt du, Gott sei Dank habe ich hier runtergebremst. Ich dachte schon. Was meinst du von einer Flex-Skala von 1 bis 10? Wie sehr flex ist mein Auto? Ich würde mal sagen, eine flexhafte 9,5. Sehr geil. Ja, ich glaube, mehr kannst du fast nicht mehr flexen, ne? Goldener Bentley mit weißer Innenausstattung und weißen Fellen. Geil. Alter. Da fahren wir neben mir. Ich hätte sehen. Alter. Und der Spoiler hinten draußen. Ja. Und ich vom Rari. Und vor allem, weißt du, was der ärgste Flex ist? Die Rolex im Innenraum. Muss ich mal schauen jetzt dann. Steig dann mal ein und dann kannst du gucken. Soll ich schon mal, ob er da was sagt, wenn ich jetzt zurück bin? Er hatte gesagt, er kontrolliert das. So. Wir müssen dann mal in den Club rein. Ja, jetzt fahren wir dann Clubflag. Die Rolex im Innenraum. Guck, steig mal ein. Wir sehen hier. Rolex im Innenraum. So, Mittelkonsole. Ja, moin. Die Rolex im Innenraum. Man kennt sie. Leider, Sound ist aber geil. Mega. Wobei, Angel, es müsste theoretisch eine Breitling sein. Das ist ja ein Bentley. Nee, ich hab umrüsten lassen. Ja, auf Iced Out Rolex im Innenraum. Man kennt's. Mit dem Flex des Flexers. Und findest du meine Felgen? Schwarze, sau originale Ferrari-Felgen. Boah, geil. Richtig geil. Allgemein geil. Auch mit rotem Innenraum geil. Ja. Fett. Das Lenkrad ist voll nice. Das wollte ich genau vermeiden. Vor allem, du musst alles geil. Weißt du, das aussieht wie so ein Simulator. Ja. Du musst mal anstarten jetzt, den Motor. Boah. Jetzt musst du schauen, das Lenkrad leuchtet und es gibt mal Gas und du siehst die Drehzahl am Lenkrad. Alter, wie fett. Ja, das ist richtig fett. Also auch der Innenraum, haben, krass. Warte mal, das ist der Mann. Hallo! Hi. Ich bin abgefahren, haben Sie doch gesehen, schön, ne? Ja, ja, das ist dein Sperrschein für den Führerschein. Wir können jetzt wieder normal Auto fahren. Dankeschön, das ist sehr nett und lieb von Ihnen. Gut. Wir haben Ihnen eigentlich auch eine Nachricht geschrieben. Also achten Sie am besten mal auf die Nachrichtenfelder. Ja, wissen Sie, wenn ich im Fahrzeug sitze, dann möchte ich natürlich keine Nachricht lesen. Wäre ja dann am Steuer, okay, am Telefon, ne? Schönen Tag noch. Oder guck mal, wie ich flexe, Alter. Das hat mir geschrieben von der Polizei. jemand fuhr mit über 150 durchs Radar, ja gut. Hilfe, Unfall. Ne, ich habe nichts bekommen hier. Mu. Vor einem Monat hatte ich mal eine Nachricht, die ist einfach mu. Okay, kann man machen. Cool. Jetzt habe ich wieder meinen Führerschein so gesehen. Das ist ja cool. So, ich muss mal schnell die Donations da durchgehen. Marie Schulz haut einen Zehner raus. Sektion habt ihr per DM auf Insta Liedervorschläge von Netflix geschickt als YouTube-Link für die Grüße. Für Grüße und am Schluss wäre schön, wenn du mal nachschauen würdest. Kettle, was wirst du? Kate, was, Kate Leia, Fly Sin Heaven, ist das richtig? Ich hoffe, er würde mich freuen, kann ich machen, schaue ich dann nach. Vielen Dank für auch 10 Euro und ich werde mir das mal anschauen. Nja, haut 1 Euro raus, danke an Nja. Dann Marvonski, ich hoffe, ich habe es noch richtig ausgesprochen, danke für den 10er. Beste Mann, hecht die Kundebande. Marie Schulz haut 2 Euro raus, mega ein Stream nach dem Spätdienst in der, was? Geriaterie, ist das richtig? Was ist mit deiner Geriaterie? Oder kann ich gerade nicht lesen? Andel? Ja? Weißt du, was Geriaterie ist? Nee, nach dem Spät in der Geriatrie. Ich glaube, das spricht man Geriatrie aus. Geriatrie kann es auch sein. Ich so Geriaterie.
bitte, das bitte. Wäre dann Geriatrie. Ja, aber was ist denn das? Weiß ich gerade echt nicht. Habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Warte mal. Ist das irgendwie sowas wie. Sicher irgendwas fürs irgendwas im Krankenhaus. Oh, da, warte. Moment. Auch das Alters, Altenmedizin, Heilkunde. Tatsächlich. Alters. Alters. Aber ich hab's gesagt, irgendwas mit Arzt, irgendwas mit Krankenhaus muss sein. Ja, moin. Hab ich auch noch nie gehört. Noch lass nie uns Waffen kaufen und dann gehen wir Club flexen, hätte ich gesagt. Ja, man bildet sich immer weiter, ne? So, Waffen kaufen? Stimmt, der Kopf hat mir alle Waffen abgenommen. Ich brauche wieder Waffeleisen. Ich brauche erstens Waffen und dann noch ganz viel Kohle zum Saufen. Stimmt, dann gehen wir erstmal Party machen, Leute. Dann werden wir Nefex hören. Du bist der größte Idiot, Alter. Was soll denn der? Meine ja. Tür! Schau, du bist ein Vollhorst von oben bis unten, weißt du? Das ist so geil, du packst ein und ich wollte mich nehmen packen, du reißt schon die Alter, Tür Alter, schau, auf. Wie nackt jetzt mein Auto ist. Die Rolex. Meine Güte. Jetzt ja, du, die Goldtür, kannst du irgendwo verkaufen im Internet jetzt. Ja, hier zieht's. Uff. So, dann haben wir hier noch, wer hat noch donated hier? Küse und 1-7 Gang, Hund im Ferrari, so sieht's aus. Hund im Ferrari ist immer am Start. Vielen Dank für deine Donation. Elektron haut ein VIP raus. Elektron war ja immer VIP, ne? Dann nochmal sich höchstwahrscheinlich erweitert gegönnt. Stefan Scholten haut raus. Viele Grüße, cooler Stream. Dankeschön, Stefan. Küson Saugstauber Company haut einen Euro raus. Danke dafür. Peter Möstl haut 229 raus. Grüße Michael Kri und Peter. Danke, bist der Beste. Ja, Grüße gehen raus an euch. Fabian Wagner haut einen 10 raus. Hi, kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Fabian Wagner. Michi Master haut 90 Cent raus. Dankeschön dafür. Küse und 107 Gang haut nochmal einen Euro raus. Und Marie Schulz, der genau Krankenschwester in der Altersmedizin. Wie krass. Aber weißt du, das stelle ich mir immer so voll schwer vor, so einen Job. Nur so mit älteren die Leute Leuten. Nämlich schreiben, Tür genommen. Danke, Tür genommen. Ich feier's. Ja, ich fahr mal in die Garage rüber. Ja, Dankeschön, Marie Schulz und Iri geht raus an dich. Vielen, vielen Dank. Und da machen wir gleich einen kleinen Money-Rain rein. Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so long. They don't truly know me. Jetzt gehen wir mal, Leute, jetzt gehen wir feiern und dann machen wir fetten FX-Mucke an. So, bist du schon? Wo fährst du hin, Andel? Steh da gegenüber, ich war gerade bei der Werkstatt. Das ist perfekt. Ja, wir gehen jetzt feiern, Leute. Wir gehen feiern im Club. Oh, Alter, der Wagen. Ey, warte, bevor wir feiern gehen, Andel, ganz wichtig. Hm. Ich will schauen, wer schneller ist. Warte, fahr schnell auf die Autobahn. Auf die Bahn. Oder fahren wir eher auf die Bahn? Andel. Warte mal, wo ist denn die nächste Bahn? Auf die Bahn? Ja, da hinten war sie. Wer ist denn da hin? Alter, das Ding ist aber richtig geil zum Driften, fällt mir gerade so auf. Ist ja richtig crank. Mal sehen, was der Endgeschwindigkeit. Da rechts, Andel. Wo fährst denn du hin? Andel, wo fährst denn du schon wieder hin? Ich bin schön. Jo, was ist denn da los? So, jetzt machen wir mal ein Rennen. Jetzt schauen wir mal, wer schneller ist. Die Prollschüssel oder der Ferrari? Mit. Ja, kennst du eigentlich? Okay. Leute, jetzt geht's los. 3, 2 Führerschein. 1 und. Go! Auch wenn er es nicht zugibt, aber sein Arsch geht ihm ganz schön auf Grundeis. Wir sind fast gleich schnell. Ja, moin. What? Ziehst du mich jetzt ab hier? Nee, oder? Wow! Aua! Andel, wo bist du hin? Nein, du Blitzer, ich Stück Scheiße! Abbremse, abbremse! Jetzt kommt wieder der Kopf! Oh nee! Ich hab abgebremst, Andel, wo bist du? Ich will nochmal eine Revanche jetzt. Ja, warte, flex mal zurück oder in die Stadt rein. Warte, hab ich noch einen Werkzeugkasten im Inventar? Nee, also, ich hab nee, einen Sandwich. Warte mal, wir brauchen eine Strecke, die gerade verläuft. Die ist blöd. Ich hatte keiner gesehen. So, wo bist denn du? Da zurück in die Stadt würde ich gerne. Ja, da. Ich dreh gerade um. Steht am Straßenrand. Ich habe mein Auto gerade nicht repariert, by the way. Ah, da bist du. Aua, warum fährst du mir hinten drauf? Also wir müssen nochmal schauen. Ich bin vorhin so runtergewuppelt, das glaubst du nicht. Okay, warte. Jetzt haben wir da ein bisschen gerade. Ist okay, perfekt. So, ich würde sagen, 3, 2, 1, los! Go!
Jetzt zieh ich dich aber ab, Bruder. Das gibt's doch nicht. I'm coming home. Coming. War da noch der Fiat Multipla drauf bei dir? Was? War der Fiat Multipla drauf auf dir, der Multipla? Ja, aber ich hol dich auf, gell, Bruder. Alter, ich fahr über 300. Wie schaffst du das? Wow! Oh! Alter, wir brauchen eine gerade Strecke, ohne Scheiß, Bruder. Der blöde Hügel da macht's kaputt. Ohne Scheiß, in der Endgeschwindigkeit, ich hätte dich jetzt so geholt. Weil wir brauchen echt irgendwo, weil wir müssen jetzt echt schauen. Der Hügel macht's kaputt. Warte, dann fahren wir nochmal in die Richtung und schauen wir, dass wir den Hügel ausweichen. Warte, ich hüpfe her nochmal ganz schnell. Ja, da, warte mal, da ist das Scheiße, weil da ist das Radar. Ja, ich will ja nach dem Radar fahren. Bärbel. Nach dem Radar fahren wir. Wie ein Arschloch war ich gerade. Wir fangen beim Radar an zu fahren, okay? Jetzt abbremsen. Okay, hier fangen wir an, okay? Perfekt. 3, 2, 1, los! Anfang du, ja? Jetzt schauen wir mal, ob du da die 300 km reinbekommst am Ende. Ich fahre nämlich über 300. Das gibt's denn nicht. Ich fahr, kein Wagen fährt 300. Der schon, ich schwöre dir. Ey, nee, der Lambo ist der schnellste. Oder kannst du deinen Multiplier noch immer drin, weil du eingestiegen bist vielleicht. Hattest du einen Multiplier drin? Kann nicht sein, Alter. 250 oder so. Der fährt nämlich 331 gerade. 335. Ich 340, ich schwöre dir, der Wagen fährt 3. Ich hab nichts drauf. Alter, du musst runterpatchen. 350. Ich wette, du hast deinen Multiplier drauf. Warte mal. Warte. Ups. Warte mal. Oh, schau mal jetzt nochmal. Ja, jetzt fährt er viel langsamer. Danke, Ansel. Hat da einen Multiplier drauf gehabt, der Pisser. Deshalb, ich denke mir schon, warum fährt er so schnell? Das sind aufgemotzt, die Vanille Edition oder was? So, 3, 2, 1, los. Ja, Alter, jetzt fährt er wie ein Sack Scheiße fährt er jetzt, der Wagen. Ein Sack Scheiße. Ja, Alter, davor über 350, jetzt fahre ich da 140 mit dem Kiste. Das gibt's nicht. Weil ich fahre jetzt 180. Alter, ich war gerade 150, der geht gerade nicht schneller. Der ist gerade übelst langsam. Ich fahre jetzt 240, fahre ich jetzt. Alter, ich denke mir, kein Wagen fährt 350. Nee, denk ich mir auch. Schau, das ist der Cheat-Andel. Das war wegen dem... wegen dem Salen war das noch. Ja, sag ich doch. Der ist 150 gefahren und da... Aber meint, jetzt fährt er doch ein bisschen schneller als davor. Jetzt fährt er über 200. Ich habe da jetzt aus Versehen auch noch einen Multiplier drin gehabt, so. Jetzt fährt er um die 230. Ich denke mir so, da fährt 350. Jetzt fährt er 230. Warte, jetzt soll es fair sein, oder? Weil jetzt kann man auch mal probieren. Ja. Jetzt habe ich alles rausgemacht. Geht. Das ist, weil du einmal eingestiegen bist in den Wagen. Deshalb ging er noch weiter. Ja, weil ich noch vom Das war das Chip-Tuning von Andel. Achso, fahren wir zurück. Oder? Ja, wir wollen eh Richtung Club, ja. Leute, wir fahren zum Club rüber. Oh nee, Polizei. 3, 2, 1, los! Scheiß auf die Cops. Da ist die Polizei, gell, Bruder? Die Cops machen Randalen. Schau mal, ob der mithalten kann, der Herr Polizist. Alter, dein Auto ist so schnell? Trag sie nur aus trotzdem machen. Alter, Andel, der Auto ist ja richtig schnell. 230 fahr ich gerade. Ich fahr jetzt 240. 243. Trotz. Nimm mal einen Kopf mit in den Club. Jawohl. Schauen wir, dass wir zum Club runterfahren. Ja. Abwatsche bleibt gleich. Brudi, ich muss los. Ich wenn die. Oh, la 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 la. Polizei. 1, 2, Polizei. 3, 4. Was, bitte? Bitte was? Wie schnell fährst du? 224 bergauf. Ah, geil. Jetzt geht's bergab. 240, 241, 42. 43, 40. Hast du schon mal auf mein Kennzeichen geschaut? Nee. Irgendwas mit Andeljo oder so steht drauf, glaube ich. Na. Ich war ein bisschen langsamer. Schau mal hin. Ich seh's nicht. Jetzt müsste ich vorbei. Natürlich fährt sie vorbei. Ich bin nicht so schnell. Radar! Ist mir egal. 130, ja moin. Die Abfahrtsche bleibt gleich. Da. Siehst du's jetzt? Nee, es ist wieder zu polizeimäßig hinten drauf. Ich drück wieder ein bisschen. Links. Oh! Er fährt weiter. Die
Apache bleibt gleich. Oh! Bruder, was machst du? Boah! Eckschert aus. Uff, war das gerade knapp, Leute. Die Kopf sind mit dem fetten Karren durch die Stadt flexen. Ach, das macht Krach hinter nach. Schade, Alter, dass wir nicht stockbesoffen sind. Bruder. Wir machen Randalen. Taxi nur aus Trotz, Trotz. Wow, der war ganz smooth. Alter, wie das aussieht hier. Schau, wir haben gerade denselben Gedanken gehabt. Sheesh. Der gibt das aber ganz schön hinten drauf, ne? Der Polizist. Den geben wir dann noch einen aus im Club. Ich kann dir sagen, den geben wir einem aus. Gut mithalten können. Achtung, Hupfer. Bisschen spät. Ab zum Club, Bruder. Mein Club läuft endlich. Weil dass er so hinten drauf kleben kann, das ist gar nicht mal so schlecht, der Polizist. Wird halt auch eine Ausbildung dafür. Wenn nicht einmal drückt. Probier ein bisschen abzulenken, ich spiel ein bisschen mit ihm. Nee, lass den Club rein. Ja, warte, ich muss noch ein bisschen ablenken. Ich komm da sonst nicht rein, Bruder. Ja, was? Ey, wie das? Ey, was ist das denn? Ich spiel halt mit ihm, was Spaß. Was ist das denn? Ih, mach das weg. Der Andel, mach das weg. Was ist das denn? Ist der das denn? Mit, was ist das denn? Der klebt mir hinten drauf. Alter, jetzt hab ich aber ganz schön verarscht hinten. Flexen wir aber schon rein in den Club, oder? Ja, ja. Kacke, jetzt hab ich einen Unfall gebaut. Ich hab die Säule nicht gesehen, so jetzt flexen wir schnell in den Club rein. Nein! Mein Club läuft endlich! Wir brauchen Mucke, Leute. Wir brauchen dann Mucke, ein bisschen Netflix oder sowas. Wir bräuchten echt sowas, wo man hier streamen kann, dass man hier Netflix und so hat. So, Leute, machen wir mal ein bisschen Mucke hier an. Warte mal. Ich kaufe mir jetzt erstmal so fett was zum Saufen. Wieso? Landwodka. Warte, Bruder, warte, ich geb den aus. Komm. Mach ein bisschen Musik an. Du gibst mir einen aus? Komm her. Oh, ja, Bruder. Ja, alter Schwede, hab ich einen. Alter, hab ich einen noch. Ja, bist du. Ich hab irgendwie so das dumme Gefühl, Alter, dass der uns gerade die Karren draußen abzieht. Alter. Keinen Wappen. Ich feier. Ja, warte mal. Mit Netflix. That's how I know that I'm a sucker. Wir brauchen da noch ein bisschen andere Mucke auch noch. Also ich will dann auf DJ machen. Oh, lass den DJ kloppen. Komm aufs Pult. Ich hab das voll. Au! Ich glaube, ich hab mir mein Steißbein drin. Weil der gerade so einen Leistentritt kriegt. Alter, war der so besoffen. Alter, du ziehst die Leisten. Bist du. Ja, warte mal, ich muss jetzt noch tanzen. Gib du am Devil so mit Zacker, das ist. Ich bin doch nicht durch, bin ich gesagt. Bin ich ganz. Ich komme dir nicht durch. So fühlt sich an als DJ, wie auf dem Ding stehe ich. Was machst du? Oh, geil. Ich war schon.
war on quest. I'm not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it out. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send a stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just gonna stand on loud. Say I'm modest, but I'm proud. Though I never had a doubt. Yeah. Oh, Alter. So schaut's aus. Schneckenhaus. Soll ich sowas zum Tanzen? Beast. Gibt's doch den, ne? Wir brauchen mal einen richtigen Tanz, brauchen wir mal. Flucht wieder. Was? Flucht und Widerstand gegen Staatsgewalt? Oder. Oder. Alter, wir haben nichts gemacht. Ah, da hinten ist mein Bett. Aber da schau, bei die ganzen bei die Flaschen. Ich glaube, ich muss speien. Ich auch. Warte, gehen wir mal raus vor die Tür. Brauchen wir Luftwatschen, gehen wir mal eine Rachen. Brauch eine Luftwatschen. Ich glaube, Wodka hilft dagegen. Na, nix Wodka. Ja, warte mal, wir müssen hier rausgehen, irgendwie auch mal, ja? Zu harter Club hier. Zu hart geklappt heute. Hilfe, Hilfe! Oder du hast mich mit da bezogen. Die Treppen! Wo kommt die Treppe auf einmal her? Oder jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welche geil ist. Wo kommen die Treppen her? Warte mal, ich glaube, ich muss mich ausziehen. Warte mal. Ist du deppert. Schau mal, ob es wieder rausschmeißt, Alter. Alter, sind unsere Autos hin? Alter, was sind mit unseren Autos? Alter, der Wichser. Ruf bei der Polizei und regen wir uns auf, dass unsere Autos weg sind. Ja, ruf die Trotteln an einmal da. Na, solche Hirsch. Hirsch? Ich habe mir hinten da jetzt ein Hirsch. Schau. Jetzt Notruf ziemlich lustig aufgegeben mit. Schau. Oh, das sind die. Da hinten ist ein Hirsch. Du, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich fühle mich komisch. Alter, das ist ein Scheiß. Ich fühle mich komisch. Kurl, schau mal, ein Busch. Ein Busch. Alter. Scheiße, ich bin gerade als Delfin. Ich hab mich gerade zum Delfin gemacht. Alter, du bist ein Hirsch. Ich war gerade ein paar Tiere zu mich weggekommen. Ich probier gerade auf dem Hirsch reiten. Ich kann auf dem Hirsch reiten. So was es geht. Ein Hirsch. Ich bin so voll Trottel. Ich bin ein Fachmann. Weißt du, ich wollte eigentlich ein Hirsch sein. Jetzt hab ich mich als Delfin gemacht. Alter, da steht noch immer ein Hirsch. Ich komm auch. Ich wollte mich eigentlich ein Hirsch herholen. Alter, geil. Du hast ja gesagt, das ist ein Hirsch. Ich dachte mir so, ich mach da ein Hirsch. Ich mach jetzt ein Selfie mit dem Alpaka. Also ist er hier. Also ist er geil. Ich bin so ein Trottel. So, warte, ich gieße was durch hier. Ein paar Leute, was du datet. Alter, komm her, du Geile. Warte, wer fragt hier? Markus Mittmann ist VIP geworden. Stefan Scholten fragt, wenn du mal eine Uhr brauchst, melde dich. Weil ich mal eine Roli brauche, natürlich. Dankeschön, Stefan. Küsern 107 Gang. Kannst du Fabi grüßen? Grüßen gehen raus an Fabi. Raffi haut neu raus. So, und nochmal, könntest du mal wieder Dosh-Hype machen? Finde ich mega. Hau mal gleich raus, Leute. Kobolden König haut neu raus. Dankeschön, Marie Schulz. Ist Andel nicht live und wo ist Zuckerbrot? Zuckerbrot ist nicht da und Andel ist gerade nicht live. Also heute bin ich der Einzige, der irgendwie live ist um die Uhrzeit. 187 Gamers ist VP geworden. Marie Schulz, never forget, don't drink and drive, auf jeden Fall. Kann ich dir dazu stimmen? Peter Möstl, ich grüße die Gang 187. Grüße an die Gang, Brudi. Ebenfalls Grüße zurück an die Gang hier. Alter, so. Du ist ein Hirsch! Du ist ein Hirsch! Ich hab ein Taxi gerufen! Das ist ein Hirsch! Das ist ein Hirsch! Ich sage es dir ein, ich bringe sie zur Destination, ey! Ja. Du ist ein Hirsch! Sie haben ein Taxi gerufen, ich bin da zur Stelle. Da brauchen wir was gegen meinen Zapfer. Servus. Oh, wo darfst du denn hingehen? Na, nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Ja, ich hab da die geilsten Dance-Moves für die Chicas. Ja, ich wohne, warten Sie mal. Ja, jetzt sagt er das. Erst einmal. Der Kollege auch noch ein, oder? Ja,
Leon, wenn ich will gegrüßt werden von dir, das ist das Erste. Herzlich willkommen im Quiz-Taxi. Sie können sich Loading Maurice gewinnen, wenn Sie folgende Frage ist gerade VIP geworden. Alter, halt die Pappen, du Zipfelklatsche, ich hab einen Sof, ich brauch kein Taxi. Ey, Fabian Wagen, danke für 2 Euro. Kannst du Kevin grüßen? Grüße raus an Kevin. Leon Benisch, dankeschön für 22, bist der Beste, bleibst du, dankeschön. Vielen Dank, Oliver, auch für 2 Euro. Wie lange streamst du noch? Weiß ich nicht. Camaro A2123 raus ist. Wo ist denn da los? Grüße Andel von mir, von Camaro. Hast du gehört? Hey, Camaro, danke, Grüße zurück. So, wir sind jetzt in die Durchfallstraße. Hallo, wir sind hier im Quiz-Taxi, ne? Hallo? Wo fahren Sie denn hin? Gehört, wir sind jetzt im Quiz-Taxi? So, stellen Sie mal eine Frage, ich weiß alles. Hallo? Wo so, auf der amerikanischen Karte liegt Alabama? Ja, ich sehe die Karte hier nicht. Wo ist denn die Karte? Ich sehe ja keine Karte. Kann ich irgendwo markieren? Ja, mein Arsch. Auch nicht wissen. Alabama? In Alabama? Ja. Das weiß ich nicht. Ich habe hier keine Karte vor mir liegen. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde ich es nicht wissen. Nächste Frage, bitte. Sie wissen alles. Nee, ich weiß nicht alles. Können Sie mir noch eine Frage stellen, bitte? Was denn du zusammen, du Alter? Sag mal, spinnen Sie! Busch, Ich rufe gerade die Polizei. Ich glaube, wir sind hier in Köln richtigen Taxi. Kann das sein? Aua. Sie sind gerade mit dem Kopf gegen meine Nase. Es tut weh. So, was ist jetzt? Was wollen Sie jetzt? Nächste Frage, komm. Ich bin ein ausgebildeter Taxifahrer, lassen Sie mich. Ja, aber was ist jetzt? Ist das jetzt ein Quiz-Taxi, oder? Ist das jetzt ein Quiz-Taxi hier, oder nicht? Ja, machen Sie ein Quiz raus? Was? Nein, Sie sollen bitte auch die Frage stellen. Wir haben doch jetzt hier ein Quiz-Taxi. Ja, aber ich hatte heute Morgen Cornflakes. Ist mir auch egal, wir haben jetzt ein Quiz-Taxi. Wo sind die Kameras? Ich will jetzt hier spielen mit Ihnen. Was ist jetzt? Quiz ja oder Quiz nein? Ja, die Wurzel aus 3. 5. Nee, jetzt ohne Witz, aber Quiz-Taxi. Jetzt sollen Sie mir mal bitte sagen, was ist da hier los? Was soll denn das? Ist ein Dollar. Jetzt sollen Sie mir wirklich mal sagen, also, was soll denn das? Jetzt sagen Sie, das ist ein Quiz-Taxi. Jetzt sagen Sie, das ist wieder kein Quiz-Taxi. Ich will aussteigen. Ich werde ja sonst aussteigen. Also die Wurzel aus 9. Nein, ich will. Hören Sie auf, ich werde aussteigen. Hören Sie sofort auf. Sofort aufhören damit. Sie werden aussteigen. Ich werde aussteigen. Sie werden aussteigen. Anhalten. Ich werde aussteigen. Jetzt. Anhalten. Ich bin tot. Ich habe ihn gewarnt. Ich werde aussteigen. Jetzt fährt das Arschloch mich noch zusammen. Hey, leb noch. Ach scheiße, ich bin kein Skin mehr. Ah doch. Die haben gesagt, ich werde aussteigen. Er hat mir nicht zugehört. Alter, ist das sein Auto hier? Andel? Ja. Das war. Warte, ich wollte dich gerade wiederbeleben. Ne, passt schon. Ich hab mir nur das Bein gebrochen. Alter, ich renn daher schon wieder herrennen. Das Arschloch kommt schon. Ah, du Hur! Was willst du? Was Nein. willst du? Nick, schieß denn, ich habe Hund! Ich schieße ihn extra nicht ab. Ich will nur, dass er Angst bekommt. Ich hab auch nicht auf ihn geschossen. So eine Angst kriegen ja von uns. Das Arschloch. So. Oh, McDonald's, schau mal. McDonald's-Servung am Auto. Das heißt, du musst das Auto schnell loswerden, das vom Fake-Quiz-Taxi und dann hat sich die Sache. Perfekt. Du willst mich hier für dumm verkaufen, ja bitte. Und nicht bei meinem Fake-Quiz-Taxi. Weißt du, jetzt sind die Autos abgeschleppt, jetzt ist alles weg. Ich habe sogar eine Idee. Wir könnten einen Privatjet holen, wir sind ja Rich Kids. Aber warte mal, falsches Auto. Also willst du mit Privatjet wohin fliegen? Ja, fliegen wir Flex mal. Komm. Ja, Flex mal wohin. Zeigen wir den Leuten mal, wie viel Cash wir haben. So. Gach, kommt nur die US Air Force. Muss da aufpassen, ne? Was die wieder siehst. Was, das ist doch so ein Flex-Bentley? Ja, klar, hab ich den. Komm ich gleich ein? Oder? Achso. Achso, ne, warte. Achso. Beamer Brands of Bentley. Beamer Brands of Bentley. Jetzt ein Beamer, ein Benz oder. Aua! So, Leute, flext du mal weg hier. Beamer Brands of Bentley. So.
CSGLF schreibt mit 1 Euro Donation. Wenn man schon nicht bei den kompletten Stream mit dabei sein kann, dann zumindest was spenden. Oh, Dankeschön. CSGLF, beste Grüße gehen raus. Und Sarah, Mitternachtsgruß aus Österreich. Love you. Dankeschön, Sarah. Vielen Dank. Fangen wir mal, Leute. Jetzt werden wir mal richtig wegflexen hier. Hoffentlich hat es gehört. Also, hoffentlich hat er es gehört. Ja, so, der Umtratscher. Ach ja. Einfach mal, immer langsam. Angemessen. Man kann da nichts sagen. So, sie sind über eine runde Ampel gefahren. Sofort anhören. Aufhören damit. Oder das wie zirkt so durch, Alter. Jo, was ist denn da los? Ich wollte gerade vorbei vom Brudi, mal aufs Fenster auf das Weed stinkt. Boah, Alter, das Weed, das zirkt so durch. Alter, das neige Gras, was man da kauft. Boah, Alter, kannst Alter, du nicht, du ist der Alter. Deppert, oder was? Jetzt da. Fährt er mir hinten drauf, ja. Kebelle, bau mir jetzt, komm, hol mir den Auto. Warte mal, der will nicht mehr rechts ranfahren, glaube ich. Ich glaube, der meint uns, Jens. Jens, ich glaube, der meint uns. Ach, Carsten, nee, fahr doch. Ach, nee, Jens, der meint uns. Carsten, wir können doch nichts dafür. Nee, Jens, der meint uns. Menno. Schau mal, jetzt der hält sogar hinter uns an. Ach, Jens, da müssen wir sehr aufpassen. Was will denn der hier? Was, ich weiß auch nicht, was der will von uns, Jens. Ich habe keine Ahnung, Jens. Ey, so kannst du doch nicht laufen. Nee, den kannst du nicht so. Den kannst du nicht so, ja, nee. Guten Tag. Guten Tag. Allgemeine. Was ist allgemein vergessen, oder? Sie sind ja dann bis aufgefallen mit ihrer Fahrweise. Und noch jo, Ey, nee, das kann doch nicht sein. Ja, wollt ihr mal, der will mal schnell die Inge anrufen? Den Fahrzeugschein und den Führerschein von Ihnen. Jo, hallo, Inge. Wollt ihr mal, ich muss Inge anrufen. Wir sind ja hier aus Deutschland, ne? Und wir haben jetzt ein neues Picknick-Set hier gekauft. Inge. Aber so können wir nicht rauslaufen hier auf dem Flughafen. Ne, jetzt müssen wir hier wieder raus. Jo, Inge, warum hebt die Inge nicht ab? Weil ich muss ja auf die Mailbox, warte mal. Ich muss ja, du kannst ja auf die Mailbox schreiben. Ich Scheinchen hier raus. Du, Inge, ich stehe da gerade in der Verkehrskontrolle. Kann ich vielleicht später nochmal zurückrufen, Inge? Jo, da ist so ein dicker Polizist, der hier ist, jo. Jo, jo. Hässlich ist er, jo. Hässlich wie die Nacht. Ne, ne, ja, dann machst du bitte. Dann schaust du, dass du Sauerkraut noch aufstellst. Ja, ja. Ja, tschüss, Inge. Entschuldigung, die Inge wurde. Ich hätte aber gerne Samer Knädel dazu, bitte. Warte, ich tue mir schnell der Inge ein Selfie, wollten sie mal. Da muss der Inge nur ein Selfie machen. Warte mal, Inge, warte, ich sag dir gleich Bescheid. Ja, der aber ist nee, der, den Polizisten den kannst du nicht verfehlen. Okay, wir stehen so gleich klar aus. Bitte tun sie mir nicht weh. Ich telefoniere gerade mit der Inge. Ja, der hat ein Messer, kommst du nicht durch. Aua. Och nee, Mensch. Och nee, Günther, das ist aber nicht gut hier. Inge! Inge, hörst du mich? Inge, bin gerade in der Verfolgung. Das kannst du doch nicht machen. Du, Inge, bin gerade in der Verfolgungsjog drin, jo. Wir werden gerade verfolgt, Inge, jo, jo. Jo, der schaut ein bisschen blöd aus. Jetzt eine Kappel hat der auf, jo, Inge. Du hast da einen Laugenbretzel. Du, Inge, ich fahr jetzt aufs Flugfeld, ja? Inge, ich fahr. Stell bitte schon den Mais und die Kartoffeln auf, ja, ja, Inge. Ja, ja. Ja, du, ich komm dann um 2 nach Hause. Jo, um 2. Jo, Inge, ja, dann stellst du auch das Sauerkraut auf. Jawohl. Gut, dann hat sich das. Entschuldigung, ich hab doch mit der Inge telefoniert. Die Inge, jo. Die Binge. Die Inge, Binge, Binsen. Ob wir jetzt angehalten werden, das ist die Frage aller Fragen, ne? Die Creme de la Creme ist jetzt die Frage aller Fragen. So. Porsche. Die arme Inge. Mitten in der Nacht angerufen hier. Also. Ja, jetzt geht gerade nicht nachts. So. Alter Bruder, wo ist unser gecharterter Chat? Der gecharterte Chattel-Chat. Warte mal. Oh, mal gleich. Warte mal, schauen wir mal. Na, da ist es nicht. Wo ist denn der Scheiß, jo? Planis und der Planes und der Planis. So. Oh, Alter, der ist fett. Arsch. Schau, wie es aufzart. Schau, wie es aufzart. Fahr mal hin, bitte. Jo, du Inge. Jo, Inge, zum blöd zum Fahren ist er auch noch, Inge. Was? Er hat mich rausgeschossen. Schau das Ding. Jo, du Inge, ihr habt gerade einen Unfall gehabt, Inge. Warte, Notsignal senden. Notsignal. Ja, du Inge, ich hab gerade einen blöden Unfall. Ich wollte fragen, was da los ist. Du Inge, es kann sein, dass ich erst nächste Woche zurückkomme, ne? Jo, jo, Inge.
brenzlige Situation. Günther, ich lass ihn nicht sterben. Komm hoch. Ja, du Inge, es ist eh so. Oh Gott. Du Inge, ich komm morgen wieder, ja? Jo, Inge, wir machen das dann morgen mit dem Sauerkraut. Ja, du, es geht sich nicht aus. Ich hatte einen kleinen Unfall gerade hier am Runway. Ja, ja, Inge. Nee, dann machen wir das morgen, ja? Ja, du schaust, dass das Sauerkraut dann morgen steht. Ja, ja, das machen wir dann so. Jo, Inge, ja, dann sag ich tschüss. Und Inge, bitte pass auf die Kinder auf, nicht, dass der Jens wieder unter das Bett springt. Jo, jo, na, ist sie. Ja, gut, dann gute Nacht, Inge. Ist mir jetzt eigentlich geholfen oder wäre ich jetzt abgereckt? Ja, du Inge, da ist schon wieder. Ja, die Inge? Inge, bist du ja, das? Komm sie her. Ja, ich bin's, die Inge. Jetzt kommen sie hoch. Jo, heute gerade unvoll. Jo, du Inge, wegen dem Sauerkraut. Du Inge, wegen dem Sauerkraut. Kannst du das vielleicht noch in den Kühlschrank tun? Ich komme erst morgen heim, ja? Ja, dann machen wir das morgen. Jawohl, Inge. Ja, du, Inge, ich sitze gerade im Polizeiauto, ist gerade ganz schlecht. Das Signal ist gerade auch ganz... Ja, ja, der Polizist, ja, der Hässliche, ja, der hat mich mitgenommen. Ja, der mit dem Kapperl. Ja, genau der. Genau, der nicht fahren kann, ja? Mhm. Ja, du, stellst du mir das aus auf dem Herd drauf, bitte, Inge? Jo. Jo, jo, super. Jo, Inge, ja, das ist toll. Mhm. Jo, dann sehen wir uns morgen, ja? Jo, Inge. Also, kommst du mich hier besuchen im Gefängnis? Jo. Ja, super, passt. Sag den Kindern alles Liebe. Jo. Jo, ja, ist jetzt gut. Ja, du, der Empfang ist gerade ganz schlecht, Inge. Ich leg jetzt auf, gell? Ich leg jetzt auf, Inge. Ja, tschüss, Inge. Entschuldigung, es war meine Frau, die Inge. Wissen Sie, die hat gerade doch Essen für mich gemacht. Da musste ich unbedingt abheben. Sie fahren echt grausam. Kann ich hoffe, Sie wissen das. Sie fahren wirklich grausam. Danke. Sir, ich glaube, die Stoßstange macht hier gerade ihr Unwesen hier. Ich glaube, der Stoßstange geht sich mal gut. Hilfe! Servus! Die Polizei! Wir brauchen ihn mal, danke. Ich rufe gleich meine Inge an und... Also die Stoßstange macht sich hier aber auch selbstständig, muss man sagen. Ehrenhafte Stoßstange. Macht sich hier einfach mal selbstständig, das finde ich cool. So, wir Sir, ich habe Angst vor Ihnen. Ich habe wirklich Angst, ich werde aussteigen. Ich habe auch Angst vor mir. Manchmal kann ich nicht schlafen, werde aussteigen, wenn das so ist. Nein, ich werde aussteigen. Ich werde gleich aussteigen. Oh, Dankeschön an, wer bald raus? Der Sebastian Ritter, danke für den Euro. Küse und 1-7 Gang, danke für den Euro. Und Marie Schulz, Kartoffelbus, Mais und Sauerkraut. Wollen Sie schon immer mal Prius fahren? Ein halber Reizer und Maisdurchfall. Das wird eine Arschwasserparty. Für Marie Schulz. Ey, vielen Dank, dafür gibt es einen Money Ray für Marie. Die warte mal, ein Dorschalb kommt. Hau mal ein Dorschalb raus. Ja, also nee, die haben einen Dorschalb am Laufen. Du Andel, was ist denn da eigentlich gerade los bei dir? Ja, die liegt und stirb. Passiert echt nichts, weißt du, mich nimmt da mit. Die hilft einfach, dich hat einfach liegen lassen. Was Arschloch. Warte mal, welche ID hast du, Andel? Was ist denn da los? Ich bin schon im Krankenhaus. Achso, ihr seid da gut. Gott, da deppert. Bist du die ganze Zeit mit einer Inge telefonieren? Das reizt ziemlich. Warte, ich stell mir jetzt vor das Spital und harz deine an. Nee, bitte komm ins PD rüber. Oder, ey, wo fährt denn der hin mit mir? Der fährt mit mir nicht ins PD. Wo fährt der hin mit mir? Ah, der fährt eh ins Krankenhaus, jawohl. Warte, steh da und hart seine an. Jawohl, bitte kannst du abheben und so tun, als wirst du mit der Inge telefonieren, bitte. Und red über Sauerkraut und so. Hä? Ja? Na du? Aha. Ja? Na du, aber die Ofenkartoffeln, die machst du mir auch noch später, gell? Na. Eh so. Ja. Mhm. Na du, aber ich hätte gern noch bitte den Schweinsbraten und die Knädeln, die hätte ich gern noch mit der... Schau, wie weit fahrt du? Ne, er fährt weg, weil er mich jetzt nicht aus dem Auto kriegt. Also die Rechnung muss ich nicht bezahlen hier, oder? Warte mal, wo ist denn das Telefon drin? F2. Achso, hast einfach nur das genommen. Da müssen wir stehen. Mhm. Aha.
Was machen Sie denn? Ah, okay. Ja, suchen Sie mich. Hallo, nehmen Sie mir doch die Sachen weg, die habe ich gekauft. Böse. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag. Er geht schon, er ist nicht mehr da. Ah, Inge, jo! Das ist aussieht. Aha. Du, ja, ich hätte aber noch gern Semmelknädeln. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Wenn er vorbeigefahren ist. Aua. Aua, mein Fuß ist eingeklemmt hier drin. Aua. Aua. Was funktioniert das überhaupt, dass man sich hier einklemmt, wirklich? Wie ist denn du aus? Ich schau, ob die Tür zugeht. Andel, geh mal weg, ich schau, ob die Tür zugeht. Ja, die geht zu. Wie das aussieht. Andel, sonst mal einen richtig fetten Arschtritt geben. Schau mal die Tür weiter. Ey, bis man 911 anrufen, wie rief ich? Ich hab einen Reizer und bin in der Tür steckt. Wir sind in der Tür eingeklemmt, oder? Warte, Tür, Notfall, bitte kommen. Ich weiß, ob wer herkommt. Hilfe, wir stecken in der Tür fest. Das sieht echt bescheuert aus. Alter, das kann echt ein Insider werden hier, die Tür. Das soll ich jetzt immer machen, wenn ich hier bin. Macht echt Fun. Kommt der da jetzt? Ich hab ne Idee. Wir lassen ihn jetzt herfahren und wir stehen einfach auf und rennen weg. Ich hab die mitgegeben. Schaut nicht so aus, als ob sie beschwert. Ich glaube, er kommt, ich höre sie reden. Ich höre irgendwo sie reden. Hat ich geschrieben, Hilfe, Türunfall. Bitte komm. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich kommt für einen Türunfall. Wenn doch, dann sage ich, mein Freund steht in der Tür fest. Ist ja offen? Nee. Aber ich höre was. Ich glaube, der kommt hier. Ah, da kommt ein Krankenwagen, kommt. Nee, Hallo! Ein Feuerwehrauto. Der kommt ja mit so einem fetten, gepanzerten Feuerwehrauto. Ey, der liegt nur immer in der Tür, oder? Der Mann steckt hier in der Tür fest. Ja, was ist denn da Alter, los? Der steckt in der Tür fest. Ich bin entzwickt. Entzwickt, Alter. Ey, bitte sei Irina von Glas offen. Au! Machen Sie, das kriegt man hin. Der Wagen hat GPS, nicht wegfahren. Ja, das wird nicht. Ich will nur helfen. Ich will nur mithelfen hier, ja. Darf ich mal die Hupe betätigen? Oh, ich dachte, es ist eine bessere Hupe drin. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. Ich wollte da richtige Hupe drin haben. Ja, dem Kollegen geht's wieder gut. Dem sieht aber nicht so aus. Du oh, zum. Das wird schon. Ja, du Inge, ich kann grad nicht. Na. Au. Andel, geh schnell weg, geh schnell weg, geh schnell weg. Ich hab ne Idee, was wir machen. Ah, schau, wie der mich probiert hier abzuspritzen mit dem Dinger. Sicher nicht. Andel. Der hat mich da gefesselt stehen lassen, das. Echt jetzt? Kann nichts machen. Nicht mal anklopfen. Oh, was spinnt der? Schreibe ihm das schnell mit OOC. Alles gefesselt. Hey, it's my newest customer. Help. Verantwortlich sind gefesselt, keiner hilft ihm. Kannst du eine Lasershow machen? Ich mach's am Ende des Streams, habe ich eine Lasershow rein. Lieber Fabian Wagner, aber danke für deine Donation. Grüße geht raus. Alter, der meint's aber auch ernst mit mir hier, ne? Oh, warte, ich nehme das Ding hier vorne. Da steht ja nur immer hier. Gut, haben's los. Dann nehme ich das schnell. Hol mir jetzt nämlich einen Roller. Dann mach mal einen auf Apache. Och nee, oder? Geht doch. Ich mach's nicht besser. Jetzt fahren sie alle mir rein, ne? Ja, die 2 Meter fahren uns. Andel, ich komm gleich. Ja, ich bin gerade beim Krankenhaus. Jawohl. Krankenwagen.
Ich bin gerade beim wackelwabbelarmigen Windhosenkameraden. Wird sich erstmal einen Roller gegönnt, Leute. Dass ich mal richtig wegflexen kann. Stimmt, das haben wir doch nicht zum Flexen gehabt. Ein Roller. Das müssen wir eigentlich so machen, mit dem Roller flexen. Oder so mit der Harley. Das wär's doch, ey, mit der Harley flexen. Ich verroller, Leute. Ah, ist das geil, ey. Wenn sie rollt. Wo bist denn du, André? Mit meinem Baby. Ey, wir sollen das Ding da aufmotzen, Leute. Die Underground-Tuning. Ich stehe dort beim Ding. Jawohl. Am Hospital. Geh gerade spazieren. Lass mich schnell den Roller hier auftunen. Auf deine Party. Aber bleibt gleich. Ui, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Alles wird richtig abgemacht, dass sie fertig ist. So. Geil. Jetzt war ich ein aufgemotzten Roller. Ich fahr mal zur Zentrale rüber und frage, ob das so legal ist, ob ich das dort so fahren darf. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Geh dir schnell, Bruder. 90 km/h fahre ich schon. Aua. Bin da damit durchs Radar gefahren. Musst du jetzt da stehen oder was? Ich hab gedacht, du fährst auch rüber. Ich hab einen Roller, ich kann dich da nicht mitnehmen. Ach so. Einsitzer. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Lal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 a. Dann komm ich hier so rein. Ja! Ich frage, ob ich den hier registrieren darf, den Roller. Mal schauen, ob was er sagt. Nochmal. So. Hab ich jetzt eingesperrt? Der hat mich eingesperrt! Was soll denn das? Was soll denn das? Der sperrt mich hier einfach ein, der Pisser. Bist du mit dem Moped reingemeldet, oder was? Jetzt hat er mich da eingesperrt. Hey! Du bist der ein Horst. Ich werde das zur Anzeige bringen. Ich könnte ja mit dem Roller nicht mehr raus. Mein schönes Rollklo, was soll ich jetzt machen? Was ah, geil. Was ist denn toll? Toll, ich wurde eingesperrt hier im Scheißhaus. Toll. Wie komme ich jetzt wieder raus? Das ist jetzt die Frage. Mich hier vielleicht irgendwie. Toll, ist alles abgeschlossen. Na, richtig ehrenhaft. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Andel, du musst mir helfen. Ich komme hier nicht mehr raus. Warte, warte, Kunkel. Ich wollte mein Rollklo hier anmelden und jetzt habe ich ein Problem. Du einfach mit der Inge drin. Der, ist der wieder gegangen? Ja, der ist gegangen. Der hat zugemacht und ist gefahren. Passt ziemlich kacke. Warte mal, was? Dann mal. Notruf erfolgreich abgesetzt. Hilfe wurde eingesperrt. Die Glocke die ganze Zeit läuten. Hab ich eh schon gemacht, aber es bringt sie nichts. Oh, kacke, ey. Jetzt werde ich hier nicht raus. Sie will mich da einfach einsperren da drin. Weißt du was, komm. Mach Go-Fu-Doors. Weil ich jetzt so eine Stunde warte. Ah, ist das schön. Andel hat mich da schon rausgeholt. Ja, bin du so, der kriegt jetzt sein Fett weg, das kann ich dir sagen. Komm, jagen wir den. Hast du ein Problem? Ob du ein Problem hast, mein Gott. So, Andel. Jetzt suchen wir uns den Typen und dann machen wir den voll fertig.
der ist eh hier irgendwo. Ansel, der muss hier irgendwo sein. Das ist der wieder reingegangen? Lass ihn mal auf die Sperrfläche stellen. Ja moin, der ist wieder hier. Fahr wieder rein. Ey! Aber geht nichts zu. Hallo? Ich wollte mein Moped anmelden. Chillen Sie mal, ich wollte hier mein Moped anmelden. Jeez. Ist doch hier die Anmeldestelle, oder? Absteigen. Absteigen, das ist doch die Anmeldestelle hier, oder? Darf ich meinen Roller hier nicht anmelden? Steigen Sie bitte ab, Sir. Ja. Mein Roller. Will nur seinen Roller anmelden. Mein Roller will ich hier anmelden. Darf ich anmelden, mein Roller? Nein, steigen Sie mal bitte ab. Nein, ich habe Angst vor Ihnen. Ich hab Angst. Nein, ich hab Angst vor ihr. Einfach weg. So, Marie Schulz haut raus. Brudi, ich muss los, wenn die Kopfsirene schallert. Ne, wenn sie schallen. Ja, die schallert wieder richtig durch. Wow! Du schießt doch schon scharf! Alter, er schießt schon scharf, nur wie ich Roller fahre. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ah! Aua! Mama, das tut weh. Das ist voll uncool. Autsch. Okay, so wir mal schauen, dass wir irgendwie wegkommen, Leute. Marie Schulze mal, von der 2-Euro-Donation hatte ich eine 5-Euro-Donation geschickt. Die kam bei dir anscheinend nicht durch. Kein Plan, wieso. Hatte ich aber in letzter Zeit auch schon jetzt wieder öfters, dass nichts durchgekommen ist. Das doch hier, die Kartoffel-Mais-Ding habe ich doch vorgelesen mit Sauerkraut. Ist ein Hyperreizdarm. Das habe ich gelesen mit der 5-Euro-Donation. Wenn du noch was donatet hast, dann sorry, habe ich es nicht gesehen, oder? Nee, das wurde hier wirklich angezeigt. Der Tippi-Bug? Nee, es ist über Superchat, aber das stimmt, es wird ja über Tippi-Stream eingeblendet. Es kann sein, dass da irgendwas manchmal rumbuggelt. Weiß auch nicht, das ist irgendwie kacke. Raffi, nochmal, sag mal, wann kommt, was? Eider Karl-Heinz wäre mega, wenn er wieder kommt. Kapau. Ach, kommt auch wieder Karl-Heinz. Vielleicht auch mal in der Real-Life online auf dem Server, dass wir da wieder Karl-Heinz holen. Au. Alter, fiss dich, ich mit. Ah! Ich bin am Hausdach! Was? Au, au. Ich hab grad einen halben Unfall gebaut hier. Ich hab einen Unfall gebaut, aber. Ja! Das nennt man RP. Oder in unserer Traumwelt schon. Ich muss mal einen Shoutout an deine Community raushauen, gell? Es ist fast 1 Uhr in der Früh und es schauen noch 2500 Leute zu. Ehrenhafte also. Zuschauer, Leute. Ehrenhaft. Da geht man wirklich raus, ne? Nein! Nicht wehtun, ich hab Kinder und Rinder und Rinderkinder und Kinder mit Rinder. Nein! Bitte, ich hab Rinder, Kinder und Kinder mit Rinder, die Kinder. Oh, nee, bitte nicht. Sir, ich habe Kinder, also auch Rinder, so auch Kinder. Ja, bitte hören Sie auf damit. Kacke. Das kann doch nicht sein. Sir, ich bin eine Rolle gefahren. Sir, ich bin mit 80 gefahren, das gibt's doch nicht. Das sieht man aber nicht nach einem Einsatzfahrzeug aus hier. Aha. Aha! Das passt so, kaum so. Nee, das möchte ich zur Anzeige weiterleiten, aber so weit von. Also jetzt geht's für sie aber das erste Mal Knast. Langsam rein. Alter, jetzt komme ich in den Knast. Mann. Cool. Immanuel 009, danke für den Euro. Und Marie Schulz hatte so noch was danach geschickt. Echt schade, jetzt wurde dann wirklich eingeblendet. Nur wenn es über Superchat war, kannst du es auch bei Google kannst du anschreiben, dann werden die das zurückgeben. Weil 5 Euro ist schon viel Geld. Da kannst du mal Google anschreiben. Da gibt's glaube ich eh, wenn du schaust bei Google Support, musst du mal herumwuppeln. Da musst du denen schreiben, dass das nicht angekommen ist. Dann kannst du dir mal hinschreiben, dann kriegst du das Geld wieder zurück. Wenn es nicht durchgekommen ist, dann schaut sich das Google an. Weil ich glaube, den Bug hatte ich jetzt schon einmal, dass das nicht durchgekommen ist. Aber wenn es im Superchat angezeigt worden ist, dann liegt es an Tippi-Stream. Also dann ist es durchgekommen. Aber dann wurde es bei Tippi-Stream nicht angezeigt. Aber wenn es gar nicht angezeigt wurde, dann würde ich mich echt an Google wenden. Weil das ist dann wirklich ein bisschen assi, wenn das wirklich abgezogen wird, 5 Euro. Sollte man nicht machen. Marie Schulz, Grüße an Fox und Andle von mir. Hallo. Danke. Von Grüße Marie. Zurück. Schulz. Grüßen Foxy. Hörst du mich, Andel? Nee.
Jetzt, Entschuldigung. Hallo? Andel? Ja. Okay, sorry. Ich habe aus Versehen was eingegeben, jetzt habe ich mich gemutet gehabt. MC Döner 1 zu 7.000 Euro raus. Dankeschön. Und Spooky. Das habe ich vorgelesen. Nee, doch noch nicht. Wann kommt Abwatsche 1 zu 7 und kennst du ihn noch? Spooky kenne ich. Den Namen werde ich mir immer merken. Das ist ein einfallsreicher Name. Und Abwatsche, wir machen echt mal einen Stream mit Abwatsche 1 zu 7. Das ist echt lustig, dass wir den ganzen Tag nur Roller fahren. Uff. Brudi, ich muss los. Marie schreibt, wurde nie angezeigt und läuft über PayPal. Ja, ey, dann, wie gesagt, schreib wirklich an Google, dann kriegst du das Geld wieder zurück. Das hat man schon einmal so einen Fall, wo nichts angezeigt wurde. Das hat Google das zurückgegeben. Da gibt es so eine Mail, da musst du nur eingeben, Google Support. Ja, weil es läuft über Google, Google Support. Und ich schreibe es an, da gibt es eine Mail und die schreiben nach 2 Tagen, glaube ich, zurück und dann hast du dein Geld wieder. Weil 5 Euro will ich jetzt nicht einfach so versenken lassen, ganz ehrlich. Saugstauber, ach stimmt. Fast vergessen, ey. Saugstauber Action mit Turtle im Knast. Alter. Lichtgeschwindigkeit. Ich liebe es. Alter, wie ist da unten scheppert? Andel, du musst schauen, dass du mal in den Knast kommst. Da scheppert's richtig da drin. Oh, ich wurde schon entlassen. Schön. Ich wurde entlassen. Porsche. Mr. Crazy, müssen wir zusammen ein Glas Wurstwasser trinken? Hashtag Darm, boah, Alter, richtig. Das wär's ja mal. Andel, willst du mit mir zusammen Wurstwasser trinken? Ja. Ja, auf jeden Fall. Bin ich doch voll der Meinung. So Selchwurstwasser. Thunfischwasser. Im eigenen Saft. Das würde ich sogar machen. Ganz ehrlich, ich würde eher Thunfischwasser, den eigenen Thunfischsaft trinken, als Wurstwasser. Muss ich ehrlich sagen. Alter, weißt du, was in Wurst drin ist alles? Da sind die ganzen Abfälle drin. Ja, ja. Hier ist sicher Wurst. Achso, ja. Alter, weißt du, wann ich das letzte Mal Wurst gegessen habe? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich schon. Zu Silvester, weißt du, da warst. Stimmt, Silvester war das ja, letzte Mal. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Ja, aber hey, Silvester ist 18 Jahre her. Ja, boah, Alter, was die wie lange ich keine Wurst mehr gegessen habe zu Silvester. Ah, jo, was die Silvester. Ja, na, gut, das, aber sonst davor auch nicht. Geil. Wie, ist eh nicht eine Wurst. Ja, wann hast du das letzte Mal gegessen? Ja, weiß ich nicht, schon, ja. Urst lang, ja, Silvester, ah, jo, stimmt, ja, das. Also, ist schon Wurst, aber Schinken. Aber. Jetzt keine Extrawurst oder so, ja. Sowas esse ich gar nicht. Wir haben jetzt eine vegane Extrawurst gekauft. Wir haben eine vegane Extrawurst gekauft und die schmeckt wirklich wie eine normale Extrawurst, ist aber vegan. Wir hatten auch eine vegane Salami, aber gut, die hat wirklich nicht so gut geschmeckt. Aber die Extrawurst, du merkst den Unterschied fast gar nicht. Ja, weil Extrawurst, das so wenig Fleisch besteht, das kann ja, man wirklich nicht ersetzen. Irgendwie, weil ja. Extrawurst ist ja nur Mehl, Salz und alles andere. Also. Ich hab grad eine Tür gebaut mit Absicht. Ey, Andel, bist du an der Kirmes? Oh, scheiße. Jo, Alter, geh mal flexen. Ich hab richtig Bock auf die Kirmes zu fahren, irgendwie. Ein bisschen Autoscooter fahren da drin. Ja, Alter, geh mal auf die Kirmes, Autoscootern. Aber jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt. Da muss ich auch das Skript mal fertig machen, dass wir Autoscooter fahren können. Ich hab schon so eine Idee, wie man das macht. Ja, stimmt. Ja, stimmt, Jungs. Jungs. Was ist denn los? Warum bin ich hier jetzt überwacht hier oben? Nichts gemacht, Bruder. Vielleicht einen Reizdamm und hab vielleicht ein paar Toilettenschüsseln kaputt geschissen. Aber bist du schon durch oder was? Ja, bin gleich da. 2 Minuten, bin ich hier, also ein paar Sekunden. Wollte ich mal ein bisschen Autoscooter fahren jetzt. Richtig Bock drauf, du. Mit Autoscooter-Chips. Komm, Like-Hype für einen Autoscooter jetzt noch am Ende des Streams. Hau mal raus hier. Alle mal auf den Like-Button wuppeln. Für den Autoscooter. Wo auch immer. Au. Schon wieder so ein sonniger Tag heute. Alter, was machst denn du? Gescheiße. Das war der Andel Moment of the Day. Das war wieder ein Flipchart da. Wir müssen mal zum Autoscooter. Ich würde voll gerne Ecstasy jetzt fahren. Schade, dass es nicht geht. Ecstasy ohne Dachel. So. Alter.
Alter, der Hubschrauber mit dem Licht. Warte mal, komm schon. Bin ja alles gerade so Mittel. Also ich mach ein bisschen Mucke an. Jetzt so aus der Bahn. Ich muss ein bisschen Mucke hier anmachen. Sag ich da mal, wie das geht. Gerne. Die Musik hier einfach. Da taucht doch gerade der gelandet. Alles möglich. Kann ja mitfahren, Autoscooter. Komm her da. Alter, schau mal! Oh! Mit zerfahren, der. Wie ist die zusammengeclasht? Da war die voll zerfahren, zu begreifen. Sei jetzt! Oh! Aua! Boah, das ist dead, jetzt gesessen. Alter, stell dir vor, so mit 10 Leuten da drin. Ja, komm her, jetzt mach ich dich fertig. Na. Doch. Ich richtig fertig da drin. Boah. Zerfahren, ne? Pass mal auf. Oh, Fox Yakumo. Gibt man bei der Extrawurst die Extrawurst Brot was? Gibt man bei einer Extrawurst die Extrawurst was? Brot? Nee, Bord. Was? Bord? Bitte was? Lieber zu viel Wurst. Ich will sagen, lieber zu viel Wurst als zu wenig Wurst. Oh, der hat das. Ich frag mich, ob der hier gar nicht mitfahren möchte. Ah! Das hat gerade gesessen, Leute. Bande. Oh. Alter, was macht der da mit seinem Heli? Soll mal mitfahren oder aussteigen, was weiß ich. Oh. Oh ja, das hat gesessen. Komm her, du Schlingel. Ach, komm her, du Schlingel. Jetzt mach ich fertig. Alter, was macht er denn? Au! Was denn? Oh, der hat für dich wieder gesessen. Ja, ich frage mal, ob er mitmacht. Wollen Sie mitmachen? Machen Sie mit jetzt hier. Tja. Ah! Bist du ein Chappert? Wie das Chappert. Also ich tune mal ein bisschen. Dann scheppert das vielleicht noch mehr. Warte mal. So. Jetzt scheppert's gleich noch mehr, pass auf. Ah. Alter! Was ist das andere wie das Zipline Back? Das Zipline Backbreaker. Alter! Alter! Wie das zieht! Wie geil! Die Bande! Das tut ja am meisten weh. Das hat wie Real Life, Alter, das wird so ziehen. Alter, schau jetzt! Ich habe wieder Officer, der nicht mitmacht. Jetzt kommt. Aua. Au. Ah. Ja, das wird jetzt aber wirklich wehtun. So, jetzt aber. Du bist so deppert. Boah, das ist zirkt. Wenn ich dann wieder aussteige aus dem Drive-In. Oh, der hat gescheppert. Wenn du nicht wegkommst. Alter, müsste aber echt der Officer auch mitmachen. Also ich frage mal, ob er mitmacht. Jungs, machen Sie mit. Muss ich mal aussteigen und fragen. Hallo? 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 Wollen Sie mitfahren? Hallo. Wollen Sie mitmachen? Ja, wenn ich einen Wagen bekomme. Ja, na klar kriegen Sie einen Wagen. Ha ha ha!
Kommen Sie rüber, kommen Sie ran. Ah, alter Andel. Aua. Nicht, das tut weh. Du bist ein Idiot. Du stell dir vor, was die da meinte, die Fahrzeuge weg. Oh! Der mette Typ, der mir die Fahrzeuge wegmacht, ja! Ja! Stell dir vor, dass du den einmal anfährst, wenn das gerade funktioniert. Weißt du, wenn der steht immer nur so halbwegs hinten oben. Alter, aua! Ah! Ja, Anil sogar bewusst. Ich glaube 100 Punkte. Alter, du bist jeppert. Au! Ich werde hier zusammen gejeppert. Alter, ist das geil. Ah! Oh ja! Alter, jetzt fühle ich mich wieder wie in Real Life. Da kannst du dich auch alles an den Zahn. Gegen Sandro. Das ist einfach so geil. Alter, in Real Life ist es genauso. Schau schon, wie es war. Das ist einfach, es fühlt sich einfach an wie ein echt, weißt du, so von so der Dynamik her. Das Chapter da drin. Ja, komm her, du Wichser, der. Schau mal, wie echt war das auch. Ah, das war folgt. Ah. Gut, schau, also. schau, was ich schaffe. Gewinner. Oh. Das Star-Scooter. Ja, stabile Seitenlage. Stabil? So geil hier zu fahren, Leute. Aua! Das ist extremes Auto. Autotrom hier. Ei. Oder so wie der Paul immer, gell? So rückwärts, so. Wie das einfach scheppert! Ich feier das, wie das durchscheppert! Ah! Alter. Also, es ist wirklich so wie in echt. Da kassiere ich nur im Autoscooter. Und dann steige ich wieder aus wie der letzte Mensch. Kleiner Fuchs, zweimal ins Leere. Die Fahrt ist leider vorbei. Jetzt wieder Chips an der Kasse lösen, auf geht's. Wer ist zusammengefahren von euch? Aua! Was soll denn das? Ich tu da die Waage zusammen schieben. Was soll denn das? Ich tu die Waage zusammen schieben. Alter, weg da. Du, geh raus. Such da andere, ich tu die Waage zusammen schieben. Ach, schnell raus, ihr Leute, schnell raus. Alter, wie es da drin einfach abgeht, so geil. Ich feier das. Das ist einfach das ist echt das geilste Server der Autoscooter. Das ist einfach so lustig. Das ist richtig zum Austoben. Jetzt einfach nur Scheiße bauen. Also, wer sich mal austoben will, bei uns, bei Xyons Autoscooter, gibt's immer was zum Holen. Da kannst du immer Spaß haben mit den Leuten. So, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt eh mal zu dem Schluss, weil wir streamen schon seit... Das ist schon 1 Uhr morgens, Bruder. Seit 2 Stunden streamen wir. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat der Stream heute gefallen. Und ich würde sagen, Autoscooter auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Oh, kostenloser Rundflug, dann nehme ich... Komm, ich gerne mit. Nehme ich gerne an, Bruder. Ja, wir haben unseren kostenlosen Rundflug noch und... Ja, machen wir noch hier. Ein paar Leute haben noch donated. Wird noch donated hier. Wo wollen sie hin? Sagen sie. Fliegen sie einfach fürs Outro. Okay. Antl, magst du noch was sagen? Ja, Leute, war wieder eine mega Gaude. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und lasst alle ein Like da. Ein Abo. Auf jeden Fall. Am Hurdel. Jojo. Klar doch. Damit er bald die 1 Million Abos knackt, Leute. So schaut's aus. So, ja. Haben wir ein bisschen Mucke noch an und dann würde ich sagen, grüßen wir durch. Im Andel ebenfalls gern vorbeiwuppeln. So. Machen wir No Sleep rein.
Gut, dann bis gleich. So Leute, dann grüßen wir mal durch. Und ich gehe noch ein paar Donations durch, da haben noch ein paar Leute donated, nämlich... So, hier, Marie Schulz. Hat Fox geantwortet auf den Gruß? Ja, hat hier im Chat geantwortet, hier mal. Dann Grüße zurück, hat dort geschrieben hier, wenn du hier schaust, wo ich es geschrieben habe. So, also Dankeschön, Marie Schulz. Kevin Viking haut einen 10er raus, beste YouTuber, Dankeschön. Und dann wuppelt nochmal ein 10er raus. Wie lange geht der Stream noch? Also jetzt ist er zu Ende. jetzt nach dem Autoscooter fahren. Aber Leute, ich muss sagen, das Autoscooter fahren macht echt Fun, ey. Das macht wirklich Spaß. Das Feeling ist einfach so geil. Ich hab da stundenlang am Handling gesessen für den Autoscooter, dass er sich so anfühlt wie in echt. Und ich muss sagen, es kommt echt nah ran, ne? Es kommt wirklich echt nah ran. Der Autoscooter erinnert mich an meine Jugendzeit vor 35 Jahren. Ja, vor 35 Jahren, da gab es auch noch die alten Autoscooter-Chäsen. Das ist so neuere. Da gab es auch die bisschen älteren. Aber Autoscooter ist immer lustig. Also wenn wir auf der Kirmes sind, fahren wir auch immer Autoscooter. Vom Andl kriegt immer alles ab. Das ist immer so lustig, wenn wir fahren. Andl ist der immer voll fertig rauskommt aus dem Autoscooter. Das ist einfach so lustig. So, dann haben wir noch Marie Schulz. Kommen Sie rüber, kommen Sie ran. Xion ist Ihr Saugstaubermann. Seid die beste Crew. Danke für jeden Stream. Ich persönlich. Ist persönlich bestimmt mega mit euch. Und Dankeschön, Marie Schulz, auch für 5 Euro und für die netten Worte und fürs Dabeisein natürlich auch. Vielen, vielen lieben Dank. So, Fabian Wagner hat auch nochmal 1 Euro aus. Danke dafür. Denkt bitte an meine Insta-DMs. Ja, ich werde nachschauen. Marie, ich werde nachschauen. Also ich schaue mir dann sogar extra durch, wie du da genau heißt. Dann schaue ich das an. Damit ich mal die Lieder da rauswuppeln kann. So, dann gehen wir mal jetzt durch. Jetzt wird durchgegrüßt, Leute. Ich muss mal den Chat rausmachen. Das hat mir auch so perfekt. Dann grüßen wir mal durch. Freeze Terminator XX wird gegrüßt als VIP. James Kieselwalter wird gegrüßt als VIP. Ein bisschen so. Dann Abwartschein zu 7 wird gegrüßt, ist auch VIP. 187 Gamers wird auch gegrüßt als VIP. So, dann haben wir Kedel 8 grüße ich. Maxi Wulstein grüßt mal. It's North Cryer wird auch gegrüßt. Und dann haben wir noch Annelie wird gegrüßt. Dann Lennart grüßt bei ihr. Dann haben wir noch Dennis ist VIP und wird gegrüßt. Kylo Force ist auch VIP und wird gegrüßt. Und muss morgen um 5 Uhr aufstehen, ja moin. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Jetzt kannst du noch nicht mal mehr 4 Stunden schlafen, du Armer. Mr. Crazy, hab echt gedacht, dass ich den Stream verpasst habe, aber war halt am Anfang. Ja, moin. Du warst ganz am Anfang, ja. Ich habe auch angekündigt auf Insta, deshalb sage ich immer, Leute, folgt mal auf Insta. Da habe ich heute schon um 17 Uhr oder 18 Uhr angekündigt, dass ich heute mal einen richtigen Late-Night-Stream mache. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt haben wir wirklich bis 1 Uhr morgens ein bisschen was gezockt. Und ja, fand ich auch mal was Schönes, weil das gab es schon lange nicht mehr, also wirklich um die Uhrzeit. So, dann haben wir den Robert Petzke, der haut 1 Euro raus. Danke dafür, lieber Robert. Grüße gehen raus an Robert! So, dann haben wir noch Mr. Crazy wird gegrüßt. Wie gesagt, und danke, schön, dass du auch schon dabei warst und heute hast du es mal nicht verpasst, siehst du? Dann haben wir noch Till Kolbe grüßt mal das VIP. Julian Pichel haut nochmal raus. War ein toller Stream, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Alter, heute war wirklich lustig. Das Autoscooter-Fahren macht so Spaß. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir da mehrere Leute draufkriegen, auf dem Server, also wenn mehrere drauf sind, dann machen wir mal ein Event mit Autoscooter-Fahren. Und vielleicht brauche ich noch einen größeren. Weil der jetzige ist ja an die Real-Life-Größe angepasst. Aber vielleicht machen wir so einen richtig großen Autoscooter, wo einfach voll viele mit dabei sein könnten. Ja, schauen wir mal. Oh, wobei der kleine, also der jetzige, ist ja relativ groß schon für einen Autoscooter. Wenn wir da ein paar Leute reinkriegen. Ja. Oliver schreibt, mach mal Autoscooter zu 6. Grüß Fox von mir und euch grüße ich auch. Geiler Stream. Dankeschön, Oliver. Mach ich richtig aus. Und ja, wir brauchen echt mal mehr Leute im Autoscooter. Das wäre sicher lustig. Je mehr Leute, desto lustiger wird es da drin. Da geht richtig die Post ab. So, Patrick Star wird gegrüßt. Der ist hier VIP. Naru Sasu 22 wird gegrüßt. VIP. Dann Blauer Wolf. Laurin ist auch wieder dabei. Wird gegrüßt. Marcel Geilo grüße ich. Dann Stefan. Younes. The Real Gamer 003. Tobias HD. Juli 27.06 ist auch wieder dabei. Creeper MC 282 grüße ich. Brian grüß mal. Dann Alicia ist da. EZZ wird auch grüßt, ist ja Moderator und VIP. Dann haben wir noch Pyro-Experte. Dann den Peter, den grüß mal. Shadow 1234 ist VIP gegrüßt. Bigness grüße ich. Arthur wird gegrüßt. Dann Harim und Kai werden auch wieder gegrüßt. Schön, dass ihr auch wieder hier wart.
seid ihr im Stream da? Seit gefühlten über einem Jahr. So, Tempo Taschentuch ist auch am Stissel gegrüßt. LXXN07 grüße ich. Dann haben wir noch Tommy K. Dann Philipp Unbekannt. Tapsi 2014 ist auch wieder hier. Ja, herzlich willkommen. So, dann haben wir noch den Alex Knell, den grüßen wir hier. Aber sein Name ist Dominik, den grüßen wir Dominik. Julia grüß mal, dann Colin grüße ich, Hashtag 127 grüße ich, Officer Denarox grüße ich, dann haben wir noch Sendrix 2009 LOL grüße ich, Hundalarm grüße ich, Niklas die 127 Gang grüße ich, so, dann haben wir noch Marie Schulz grüße mal auch nochmal, dachte du suchst gleich was für die Durchgrüßrunde, sorry, achso, nee, mache ich dann später, das Problem ist, wenn ich jetzt auf Insta gehe, muss ich erstmal dich raussuchen, das wäre ganz lustig, dann bräuchte ich erstmal 10 Minuten, bis ich das gefunden habe. Aber ich schau dann nachher nach dem Stream, schaue ich mir durch die Lieder. So, Camaro A2123 grüßen wir natürlich auch nochmal. Der ist ja auch hier jetzt Moderator. Dann haben wir noch Freeze Terminator. Schreib nochmal, Lasershow hast du versprochen. Ja, mache ich auch. Ganz am Ende des Streams mache ich das rein. Oder kommt nochmal wieder. Hey, Kevin. Kevin Weikinger Nummer 10 raus. Tanz mal bitte. Warte mal, hau mal raus. We know how to party. Schade. Ich kann jetzt noch zu dem tanzen. Toll, jetzt bin ich hier unten. Super, geht schon wieder. Manchmal leckt das ein bisschen, leider. Liegt aber irgendwie nicht am PC. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal mag er nicht. So, Dankeschön, Kevin Weikinger. Und beste Grüße gehen raus und vielen Dank für 10 Euro Rühnchen. So, Obi-Wan Kenobi, grüß mal. Dann haben wir noch Corgi King CH. Dann Recon, grüß mal. Matushin Peter, grüß mal. Space Jumper, grüß ich. Dann haben wir noch Sweden Gele, grüß mal. Kenne ich seit 3 Jahren, aber das ist aber auch schon länger. Sessi Saskia grüße ich, Julia grüße ich, Markus Mittmann grüße ich, das wird Pi. Fero 47 grüße ich. Dann haben wir auch ja Connor, Marcel, Pack DJX, Justin, Silas, Bennett, Zocker 12, dann Officer Denarox. Wir sind seit Februar 2018 dabei. Ja, echt jetzt? So lange, Alter, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht so schnell, ist schon 2020, wenn du denkst. Ja, moin. Was ist so los? So ehrenhaft. So, Nikita Office 498, grüß mal. Ne, 493, sorry. Ich hab die 3 mal wieder sacht gelesen, man kennt's. So, dann haben wir noch Emski Girl, grüß ich. Dann Leon grüße ich. Nja, willkommen in meinem Autohaus. Ja, ehrenhafter Dame. Nja, willkommen in meinem Autohaus. Grüße gehen raus. Das reimt sich sogar. Hanna wird gegrüßt. Dann Christian grüße ich. Marien grüße ich. Dark, was steht da? Ich konnte es nicht mehr lesen. Super, ja, das war's hier komplett. Der Chat verrutscht nämlich. Das geht ganz schnell. The Blue Eyes grüße ich. Das ist VP. Broadkiller, ich will hier wieder früh. Da grüße ich jetzt 1 Uhr in der Früh. Tut mir leid. 1.11 Uhr wird man auch langsam müde. Ja, so langsam. Ich habe euch aber einen Late-Night-Streamer versprochen, von dem her. Ja. Kettle 8, grüß mal. Julia, grüß ich. Dann Stephanie, grüß mal. Klicklu, grüß ich. Jessica 107, grüß ich. Joel Leon, grüß ich. Bennett Zocker 12, grüß mal. Supersport TV, grüß ich. Oder TTV, so. Dann haben wir noch Lennart, den grüß mal. Dann haben wir noch Xyun Fan 01 Love. Xyun wird auch gewisses VIP. So, dann haben wir Manuel, den grüß mal. Super Scott TTV habe ich jetzt schon gegrüßt. Den Jens grüße ich. Dann haben wir noch Aerosky, den Leon. Dann haben wir noch Klausi, Nico, Lennart. Haben wir eh schon. Lennart haben wir schon ein paar Mal. So, Dark Keramik. So, jetzt haben wir es. Dark Keramik ist nicht verrutscht. Das kann ich hier immer vorlesen. Grüße gehen raus. Black King wird auch gegrüßt. Schon seit einem Jahr dabei. Corgi King CH wird auch grüßt. Alter, was ist da gerade im Hintergrund los, bitte? Hab ich gerade voll erschrocken. Antonio grüßt dich, den Ralf grüßt dich. Freedom Squad Fan wird gegrüßt, das VIP. So. Dann haben wir noch Gamer Girl X3, den Lukas grüßt mal. David grüßt dich, Mainz grüßt dich. Oh, Manuel ist auch noch da. Manuel Rose, Dankeschön. Grüße gehen raus, das VIP seit 8 Monaten. Timus Kramkiste joint. Ja moin, der kommt jetzt hier rein. Ganz am Ende. So, Starkiller LP YouTube 10 grüße ich. Emre grüße ich. Dann haben wir noch Julian wird gegrüßt. Luca grüße ich. Frozy YouTube grüße ich. Audi Quattro grüße ich. Just Nick grüße ich. Mainz grüße ich. Benedikt grüße ich. So, dann haben wir noch. Mach mal einen 12-Stunden-Stream. Da habe ich schon ein bisschen was geplant. Da ist schon ein bisschen was in Planung.
No Recoil, grüß dich auch, ist auch wieder dabei. Leeboy Schick, grüß mal. Der Löwe wird gegrüßt. Kannst du auch meine... Ja, ich schau dann noch. Ich muss sowieso Instagram wieder mal nachgucken, wenn man da alles schreibt. Weil mein Postfach ist zwar so voll, aber ich schau, dass ich trotzdem auf ein paar Sachen antworten kann. Die haben wir noch. Abdullah Ildis grüßt mal, der ist ja auch VIP. Nike Schubert ist auch VIP und wird gegrüßt. Sascha Brandt grüßt mal auch, das VIP. Natürlich. So, dann haben wir jetzt noch Benny, 47 Ben. Skiller 110, Karl-Heinz wird auch gegrüßt. Haben wir noch, den Tom, dann Silas, Julia, die Ehrentomate wird gegrüßt und da wuppeln raus. Marie Schulz. Mit der Spende sind das insgesamt 44 Euro. Ich sollte stoppen, aber ich mache es gerne. Ich bin noch nie so eskaliert. Ja, Alter, aber wirklich. Du haust dir so viel raus. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Dank, kann ich nur sagen. Oder einen wundervollen guten Dank, kann ich nur sagen, Marie. Aber ball auch nicht so viel raus. Ich sage auch immer den Leuten, halten Sie es in Grenzen. Sonst kommt irgendwer von der Bank und sagt, sag mal, warum sind Sie im Minus? Wollen wir ja auch nicht. Also Marie, Dankeschön trotzdem und ich habe zu danken, wie gesagt, ich kann mich einfach nur dir nur bedanken bei euch. Also, auch bei jedem, der jetzt gerade zusieht, der noch immer aktiv dabei ist. So. Aber wir hauen am Ende sowieso nochmal eine Lasershow rauf, geht dann auf deinen Nacken. Und auf den Nacken von jemand anderem, der wollte auch noch eine Lasershow. Genau, auf eure Nackens. Auf eure Nackens, ja, das war's wieder komplett. So, Pendix, Timmy, grüß mal. So, Leo, grüß ich. Europe, YouTube, Ghoul, grüß ich. Kitty Foxlauf, grüß mal. Elite Teddy, grüß mal. Erik, grüß ich. Und ich würde sagen, wir machen noch die letzten 20. Der Hund wird wieder müde. Um 1 Uhr morgens. Aber ich muss so ein paar Sachen machen. Ich muss so ein paar Sachen machen. Ja, warum? So, Tom, grüß ich. Loading Michi 15, grüß ich. Herr Marcel Hase, grüß mal. So, dann haben wir noch Marius Max, grüß mal. Maurice Boy, grüß ich. LXXN07, grüß ich. So, dann, wen haben wir noch? Daily David, grüß ich. Try Me Yunes, grüß ich. So, dann haben wir noch den Suchti 150, lol, den grüßen wir hier. So, dann haben wir noch, wen haben wir noch hier? Huxakan 2006 habe ich noch nicht gesehen jetzt und die letzten 10 machen wir jetzt noch. Der Löwe wird gegrüßt, wobei ich glaube, den habe ich schon gegrüßt. Er schreibt nochmal, Servus, schläft noch alle. Gut, Dankeschön ebenfalls. So. Justin Bolder, bist der beste YouTuber der Welt, auch Dankeschön und eine wunderschöne gute Nacht auch an dich. Ja, auch schon gegrüßt. So, da haben wir noch den Larry Gaming, habe ich noch nicht gesehen, den grüßen wir mal. Gillian, ist das richtig? Gillian Kühn, Grüße geht raus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Dann Place Gaming grüße ich. Benny 47 Ben grüße ich. This is the sound of Dann haben wir noch Emski Girl grüße ich. Und Raffi auch nochmal raus. Ein letztes Mal noch Grüße aus München. Oh, Dankeschön, Raffi. Grüße gehen zurück nach München. Und Thomas Fox haut raus. Bist der beste, coolste. Dankeschön auch an Thomas Fox für 2 Euro. Grüße gehen raus. Vielen Dank für eure 2 Donations hier noch. Vielen, vielen Dank. So, die letzten 5 haben wir jetzt noch. Alessandro Adi, grüß mal. Sadri Zekai, grüße ich. Corgi King habe ich schon gegrüßt. Corgi King. Hast du vielleicht vorher nicht gehört. So, Paul Sibbel, grüß mal ja. Und die letzten 2 machen wir jetzt noch. David Prammer, grüß mal. Den habe ich noch nicht gesehen jetzt. Und zu allerletzt würde ich sagen, grüß mal noch mal jemanden, den ich auch noch nicht gesehen habe hier. Heike Teske habe ich noch nie gesehen. Dann, grüße gehen raus an Heike. Habe ich noch gar nicht gesehen hier. Grüße gehen raus und der Fabian haut nochmal raus am Ende. Fabian Wagen, da kannst du mich und Kevin grüßen. Fabian und Kevin werden nochmal am Ende gegrüßt. Grüße gehen raus an euch und da würde ich sagen, was ist aber wirklich für heute. Vielen Dank für eure Donations, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die neuen Abonnenten. Wer vielleicht jetzt noch neu abonniert hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt gerne kommen, kostenlos zu abonnieren. Ist ja natürlich kostenlos, das wissen viele nicht. Da war ich früher auch so, habe ich nicht gewusst, dass es kostenlos ist, aber tatsächlich, ein Abo da lassen kostet nichts. So, dann würde ich sagen, liebe Leute, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und dabei sein und, oh, ja, das war richtig ausgesprochen, fast. Oh, Chilian, ich hab's also nicht richtig, wie kann ich es aussprechen? Das ist der Sound auf die Spende. Chilian?
Chilian oder Chilian? Entweder Chilian oder Chilian. Ach, mein Gott, ey. Ja, egal, ich werde es noch lernen. Ich werde es noch lernen. Aber Dankeschön für deine Donation hier noch. Ach, tatsächlich. Das wurde. Ah, jetzt wird es erst eingeblendet. Und Raffi haut nochmal raus. Sorry, Grüße die ganze Community von mir. Mache ich, Raffi. Dann Grüße genauso in die ganze Community von Raffi. Ihr habt es gerade gesehen. Und wie gesagt, ich glaube, man spricht es Chilian aus oder Chilian. Aber ich weiß es nicht. Eins von beiden. Oh, Polnischer Berlin ist auch noch da. Dann Grüße genauso an Polnischer Berlin. Habe ich gerade gar nicht gesehen hier. Die ganze Zeit nicht gesehen. So, dann auch nochmal Grüße an dich gehen raus und vielen Dank für euren so freshen Support, Leute. Jetzt gibt's doch zum Abschluss die Lasershow. Ich werde sie höchstwahrscheinlich wieder verkacken. Nee, nicht mal. 5. Jawohl. 4, komm mal raus hier, Leute. Lasershow. 3. Ja. 2. 1. 0. Attention! Neuser Hirsch! Da war wirklich gerade ein Hirsch im Zimmer. Ja gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht und damit ein wunderschönes Tschüssikowski vom Hund und ein Hirsch.